verweigert. Nee, ich musste die Bitrate ändern von 3 auf 2000. Müsste mich übrigens später daran erinnern, dass ich es wieder zurückändere. Weil, wie gesagt, es sind 2 oder 3 Streams und wir haben nur einen Anschluss. Und da ist das dann halt alles immer so ein bisschen, ne? Westrotena.de ankam. Eng. Irgendwie. Warte mal. Das ist das Twitter-Icon jetzt für Curry, Mann. Bitte, ist alles gut, wir sind ja wieder da. Zurück, so, wir sind. Zurück. Ist doch voll geil, so ein halber Kopf, oder? Das ist ja nur, wenn ihr gleich noch wer anders sitzt. Außerdem ist das eh eine Kack-Kamera. Achso, aber die Qualität ist immer noch sehr gut. Ja, das freut mich sehr, aber wie gesagt. Siehst du, und bessere Luft ist hier auch. Ich hoffe, ihr habt das alle gehört. Also, spannenderes Spiel auch. Und ein spannenderes Spiel auch noch. Wichtiges Feind. Ja, eben dann. Du musst ein bisschen nach rechts rutschen, weil ansonsten sieht man ihn nicht. Nach rechts, rechts, rechts. Genau. Perfekt! Das Fenster ist immer auf. Ist so wahnsinnig? Da haben wir doch keine frische Luft mehr. Warum soll ich hier hinkommen? Jetzt sag nicht, dir ist zu kalt. Gut. Außerdem, wenn irgendwelche Leute im Chat fragen, ist das Fenster auf, dann mache ich mich bestimmt nicht wegen dem zu Hause in München das Fenster auf oder zu. Olli, mir ist kalt, man macht das Fenster zu. Ist mir scheißegal. Vielen, vielen Dank. Wenn das mal in der Schule so gewesen wäre, doch. info@artengames.de artengames.de. Aber kannst du alles kleinschreiben, also, ne, aber de. Bienchen? Du hast Bienchen bekommen, oder was? Ich bin einfach nicht.
Weil ich das machen wollte. Ja, das ist mir klar, aber ich war ja gerade Ja! One HP! Ach nee, Schatz, ist er erst Blitzkrieg wirklich really nice. I'm glad you like it. I'm really glad you like it. And of course, I guess it said it's a German stream, but it's not actually, I guess. But don't ask me any questions. The tournament has not started yet. And I actually have no idea what is going on. I don't know the game. As soon as the tournament starts, you will be actually the number two of the world ranking. So, should be interesting for you. And we have a few guys here who actually know what they're doing. Not like me. Content. But it's actually a good idea, so please write if you like it or not, if we should change it or not. Wenn ihr das mögt, dann sagt Bescheid, ob wir es wechseln sollen oder nicht. Ich find's eigentlich ganz cool. Was? Guck dir dein Damage an. Ich finde sowieso so Veranstaltungen mit Turniergedöns echt geil. Also, wie gesagt, wir sollten das viel öfter machen, sowas. So, kids time again. Jetzt sind wir die Kids versus Eltern, please. Ich glaube, da haben die Eltern halt keine Chance, ne? Also nicht mal annähernd irgendwie.
Wenn die gleich hier vorbeikommen, werde ich mal fragen, ob sie sich trauen. Ich glaube ja nicht dran. Tatsächlich eine Gruppe von Ladies, die hier sich, glaube ich, einmal die Woche oder zweimal die Woche treffen zum Stricken. Und ja, also ich sage nochmal, die sitzen halt eine Stunde an so einem Ding, ne, und wollen dafür irgendwie 2-3 Euro haben. Und da habe ich gesagt, nö, wenn ihr eine Stunde dran setzt, ne, dann habe ich denen halt auch das Geld dafür gegeben. Es ist halt tatsächlich so, dass es gibt diese beiden. Und ich habe denen schon gesagt, sie möchten doch bitte so mir so 5, 6, 7 machen. Aber die machen die tatsächlich auf Zuruf. Also ihr könntet auch sagen, ich hätte gern grün, ich hätte gern lila, ich hätte den gern genauso, wie er da ist. Aber es dauert dann halt ein Momentchen, bis sie den machen. Also ihr bestellt nicht und der ist morgen da. Dafür ist es halt wirklich persönlich gemacht. Und ich finde die Dinger obergeil. Find nur bei mir. Es ist kein anderer dabei. Die Smash-Spieler, die sind schon langsam, fliegen die alle raus. Das heißt, ja, sehr gut. Ey, ich richte mich da voll nach dir. Du kannst den beiden auch sagen, Schluss und Attacke. Frage, ne? Die schön machen, wer spielt dann? Es wurde gerade gefordert, Kids gegen Erwachsene. Eine Runde. Das so fair wäre. Ja, wem gegenüber? Da habe ich ja keine Chance. Ja, eben. Finn, das geht alles zu mir. Ich möchte mich nicht ums Film blamieren, ne? Ach, Quatsch. Aber habe ich gerade gesagt. Philipp, Forrest ist fertig. Forrest ist fertig. Und ich weiß nicht, wie lange das hier geht. Und wie du weißt, bin ich ab morgen hier bis zum 31.10. für 313 Stunden. Also kann es auch tatsächlich sein, dass ich danach hier sage, so, tschüss. Und ab morgen früh geht's dann los. Und dann habt ihr, wenn ihr wollt, 313 Stunden im Oktober mit mir. Hoffentlich wird's nicht langweilig. Aber Alter, da können wir machen, da können wir so viele Sachen machen. Und du hast irgendwas erfunden. Hast dich dann verpisst. Was hast du denn erfunden, Mann?
Und das über das Ende von Forestos, Popestos, ne, können wir auch gerne mal reden. Fand ich eher mittelhochtief. Das ist geheim. Ja, cool. Das ist ja super, Philipp. Warum sagst du es dann? Sowas mag ich ja. Alter, ich muss dir auch nicht was sagen. Ja, was denn? Darf ich? Darf nicht. Aber ich darf nicht. Naja, da wäre ich nicht der Erste und auch nicht der Letzte. Ne? Werden ja irgendwie wohl schon irgendwie, ne? Also, die Bremsenergie könnte man umwandeln und ne, Solarenergie, aber ob das langt halt, weiß ich nicht. Jungs, wird nicht böse sein oder so, aber wir wollen ja auch mal ein bisschen hier, ne? Das ist gebucht und bezahlt. Da muss man ja auch mal, ne, die Profis ranlassen. Quasi. Und ihr habt noch so viel Zeit in eurem Leben zu zocken. Achso, Philipp, du kannst keine Mucke anmachen. Das geht natürlich jetzt nicht. Ist ja hier live Tournament und so. Ne? Aber ich kann die Links ja sehen. Ach Philipp, du bist Assi, was ist los mit dir? Ich kann dir das noch mit Musik erzählen. Was ist los? Für welches? Hier drin nicht, in jedem anderen Raum, aber auch nebenan zum Beispiel, sind in der Wand irgendwo Ladestationen. Aber ich habe auch kein Samsung-Kabel, ich hätte irgendwo eins für ein Apple, aber... Bienchen streamt heute nicht. Das Bienchen? Welches Bienchen? Jungs! Macht's, lass mal gut sein jetzt. Ehrlich. Komm. Muss man halt mal sagen, ne? Sonst spielen die halt morgen noch. Toto, war alles rein. Wer ist Bienchen, Philipp? Philipp, was ist los mit dir? Oh Mann, diese dumme A- und B-Scheiß schon wieder.
Oh, ich versuche. Ich lieber rein. Ach so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Achso, du wolltest noch gar nicht spielen. Alles gut, ne? Ich weiß nur, dass sie gestalkt wird vom Silver Gedöns. Wie heißt das? Silver Fox? Keine Ahnung. Ich hab noch nicht so viel. Der Lehrer spielt gegen mich. Oh, die Kontrollen sind noch verändert. Ich weiß aber nicht, fängt die nicht erst um 5 Uhr immer an irgendwie? Also, wenn dann dauert es, glaube ich, eh noch ein bisschen. Standard, sehr genau. Ich weiß es aber ehrlich nicht. Keine Ahnung. Silberfirma, genau. Ja, du einfach X. X, also, okay. Und ich habe gestern ein bisschen zugeguckt. Bei DBD. Gauner! Das ist echt. Das ist ja kacke, Philipp. Feiern ist das, das ist ja echt mies, Mann. Ja. Vielleicht kriegst du es ja irgendwie hin und musst nicht hin. Was ist denn los mit dir? Freu dich doch. Meine nächsten 31 Tage finden halt hier statt. Bis auf einen Abend. Da muss ich Geburtstag feiern. Also nicht meinen, sondern einen anderen. Danke, Sala. Freude. Ja, Alter, dann bleib doch zu Hause. Shikakishi. Danke für den Follow. Follow-Musik ist natürlich ausgeschaltet und den Sub von vorhin oder wenn ihr subscribed oder so, ich hol das alles nach. Halt nicht während des Turniers und so, ne? Bastard, ich wollte das nicht! Mann, ey, ich will das nicht. Man kann einfach nicht jumpen, ne? Und Trinchen, das habe ich doch gerade nur so gesagt. Ich habe halt festgestellt, dass, wenn wir beide gleichzeitig streamen, er nicht mehr hier schaut, sondern bei ihr, was ja völlig okay ist. Ich finde es halt manchmal einfach nur lustig, wie. Ne? Ich meine, sie ist halt blond und hübsch und ich bin halt. Ich habe keine Haare und einen Bart und bin hässlich und dick. Ne? Da muss man halt schon mal Prioritäten setzen. Aber meine Haare wachsen wieder, ich freue mich so. Übrigens, der Mann im roten Shirt ist tatsächlich die Nummer 2 der Weltrangliste. Es sei denn, man belügt mich hier von vorne bis hinten, aber das glaube ich nicht. Ich bin heute Morgen Zweiter geworden. Heute Morgen? Siehst du, seit heute Morgen. Und der Erste hat 23.000 mehr Punkte. Ja, weil der... Ist das viel oder wenig? Das ist sehr viel. Man kriegt pro Win kriegt man 25 Punkte. Also wenn man so 25 geteilt durch 23.000... Ich habe einen von euch David gesehen. Also, Nummer 1 der Weltrangliste hat 25.000 Punkte mehr. Pro Gewinn kriegt es 5. Das ist viel, das ist verdammt viel. Wie geht denn das? Okay. Der Pokémon Pro könnte ja kommentieren. Da hast du völlig recht, Mittes. Der möchte aber auch ein bisschen spielen, deswegen ist er halt hier, ne? Und, macht er aber bestimmt gleich mal, damit du ein paar Fragen fragen kannst. Toll 1916, danke für den Follow. Vielen Dank für den Follow. Warum mach ich das? Wer ist blond und hübsch? Warum das nicht? Nein. das Prinzesschen TV. Also finde ich zumindest. Olli nicht haben wir. Olli nicht. Ja. Ich sagte gerade, dass wenn sie streamt und ich streame, guckt der Herr Silver halt bei ihr. Was völlig okay ist, natürlich.
sie ist halt eine Frau und blond und hübsch und ich bin alt, hab keine Haare im Moment und hab einen Bart und bin hässlich. Da setzt ein Mann halt Prioritäten. Das sagte ich. Du Gauner, Alter. Mit me in my ass. Pause. Ach, die Bienchen, echt so? Schuss, Olli, was hab ich getan? Achso, willst du damit spielen? Was hab ich dir getan? Okay! Wenn er halt auch. Achso, du setzt auch Prioritäten. Ja, tschüss. Verstehe. Keiner will den Furry-Spieler zurückbauen. Genau, damit man nicht sieht, sonst sieht man ihn nicht. Hervorragend! Ja, vollkommen korrekt. Ich jammer doch auch gar nicht. Er hat nur festgestellt. Ich kann die Kamera, wenn ich jetzt noch unten mache, die geht von alleine wieder nach oben. Das ist ja nur die Notkamera. Die anderen Sachen hängen da hinten fest. Jetzt geht's, glaube ich. Kamera ist, wie gesagt, die hat 10 Euro gekostet. Die ist nur, ne? Und so weiter und so fort, ey. Und Philipp, für dich geh überall, weißt du doch. Auch nach hinten, warte. Besser so? Keine ösen Wörter, was ist das denn? Ja.
Jirachi im Limit ist ja mal krank, Alter. Ja, ist okay. Verdammt, Mann! Wenn ihr euch wundert, warum ich so ruhig bin, ich habe von diesem Spiel keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Turnier losgeht, ich weiß nicht, wann das Turnier losgeht. Ich muss auch ehrlich sagen, mir gefällt es gerade nicht so, weil man mir gesagt hat, um 3 Uhr spätestens. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Tut mir jetzt auch ein bisschen leid für euch. Lapdance Dietrich. Dietrich, Dietrich! Lapdance Dietrich, den Namen feiere ich sehr übrigens. Schönen guten Tag. Lapdance Dietrich finde ich großartig. Danke schon mal für das Lachen. So wird's gemacht. Lapdance Dietrich. Lass mal. Nicht, Laszlo! Schöner Name. Jo! Hier, fettesten Respekt und Anerkennung in Gold. Warte, dafür kriegst du von mir meine Lieblingsfaust, nämlich, pass auf. Die kriegst du. Ach, voll geil. Fortress, einen wunderschönen guten Tag. Im Übrigen, die Jungs, die gerade zocken, könnt ihr natürlich nicht sehen, aber ansonsten, wie ihr seht, haben wir den Chat unten rechts. Ne? Fortress, auch dir ein herzliches Willkommen und hallo und so. Ach, seid mir alle nicht böse. Siehste, ihr kennt die alle und... Das sind alles 5 Leute. Seid nicht böse, ich habe davon echt keine Ahnung. Und es sollte schon längst losgehen hier. Ich weiß leider nicht, warum nicht. Ne? Und auch das... aber ihr habt auf jeden Fall schon mal geile Namen, das freut mich. Das heißt, da ist wenigstens ein bisschen Leben am Spiel und so. Und auch dir herzlich willkommen, Mika. Allen herzlich willkommen. Let's go! Aber Lapdance Dietrich. Fettesten Daumen nach oben und meine Lieblingsfaust. Voll geil. Herrlich. Stardust, auch dir. Schönen guten Tag. Ja, Mann! Also, falls ihr fragt, diese. Die Spiele hier gehören jetzt noch nicht zum Turnier, oder? Ich weiß es nicht, oder? Man sagt mir nichts. Ne? Man sagt mir ja nichts. Wir brauchen einfach zu lange, dass ich spielen, oder? 1-1. Ich spiele nicht schnell genug. Tut mir leid! 1-1, oder? Eieiei. So sieht's aus, Trinchen. Das ist dein Ausrufezeichen. Stardust. Schon mal vielen Dank für den Follow. Wir haben natürlich alle Musik und so ausgeschaltet. Alle, die followen oder irgendwas anderes tun. Ne? Man sollte es eigentlich sehen, aber ohne Ton. Denn wir wollen uns ja nicht die Spielgeräusche entgehen lassen. Lapdance Dietrich. Voll geil. Hat er recht? Oder sie? Das ist auf jeden Fall großartig. Wie kommt man auf sowas? Wahrscheinlich, wenn man Dietrich heißt. Schon klar, aber finde ich voll geil. Man sollte sich und alles andere nie so ernst nehmen. So jetzt.
Und Jirachi rasiert. deswegen habe ich mir den Namen hier ausgedacht. Ne? Warte mal, ich gebe dir mal nochmal eine Faust. Ne? In der Hoffnung, dass es auch nicht sofort rauskommt. Also Engländer und Amerikaner werden nie den Spaß verstehen, der dahinter steckt. Deutsche sollten es. Hatte ich erwähnt, dass ich den Flank... Oh, Tritien, das ist voll unfair. Mein Name ist nicht mal Dietrich, das ist noch geiler. Trinchen, das ist toll unfair. Ich komme gleich nach Hannover. Hier, nur zur Erklärung, Dietrich, wahrscheinlich kommst du auch von alleine drauf, aber manche nicht. Du kennst ja Reihenhäuser, ne? Und das Eckhaus von Reihenhäusern ist das Ryan Eckhaus, verstehst du? Ein Knaller, oder? Ich finde ihn gut. Also, ne, der kommt erst so hinten rum. Aber Lapdance Dietrich ist, ne, ich tue dir schon ein großes Stück mit Schlagsahne. Ja, okay, jetzt spielst du mit Schlagsahne. Da müsst ihr, glaube ich, neu synchronisieren. Flammkuchen mit Schlagsahne? Ich will keine Schlagsahne auf den Flammkuchen. Ich will ihn pur. Okay, wenn ich will, aber ich kann sie hat schon was gesucht. Aber doch nicht auf Flammkuchen. Das ist ja so wie Ananas auf Pizza, das ist eklig. Jetzt scheiden sich wieder die Geister. Ist doch voll geil. Nein, ist nicht. Ananas hat auf Pizza nichts verloren. Das ist nämlich würzig und Ananas hat nichts mit würzig zu tun. Wieso kippt ihr? Ah, das war wunderbar. Ach so. Dann auch ohne Sahne. Ich will das pur. Oder du packst jetzt deine Tochter ein, Trinchen, und deinen Mann und kommt ihr her. Darfst beides mitbringen, Flammkuchen und Rhabarberkuchen. Und schönen guten Tag an allen, die zuschauen. Herzlich willkommen. Das Curry ist fun. Danke fürs Follow. Wo ist, da ist. Der Boy. Ich merke schon. Das heißt, Jummi ist immer noch Streamboss übrigens. Fällt mir gerade mal so auf. Lapdance Dietrich hat auch gefollowt. Voll geil. Sahne aus der Tube wirkt aus dem Becher. Geile, was? Aber und Rieche wegen, ne, was wir gerade da so geflüstert haben. Ja, das war sehr widersprüchlich und sehr, 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 sehr seltsam. Und sag's keinen, kriegt ja keiner mit, ne?
Mika, auch dir danke fürs Follow. Sonst kommst du da auch noch zu spät. Das wäre kacke. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Es scheint aber gleich loszugehen. Tatsächlich. Yes. Mein kleines Lichtlein. Das freut mich sehr übrigens. Ja. Ich guck mal, was bei der Laila so los ist. 24 Stunden ist nämlich gar nicht so unanstrengend. Wenn es übrigens nicht klappt, ne, dann auch, sollte das ja auch möglichst niemand... Ah, immer noch 40 Leute, voll geil. So wie es sein soll. Hey, ist das nicht... Boah, ist das kühl hier. So wie es sein soll. Das freut mich sehr für die Laila und... aber ihr Bild hakt. Scheiße. Laila leckt. Weiß sie das? Also die Anmeldung startet gerade, das Turnier wird, glaube ich, in Kürze beginnen. Traumhaft! Sehr gut. Ja, okay, Ahmed. Nein, ich will jetzt nicht. Wer kommt essen? Cool. Man muss Prioritäten setzen, ist ganz klar. Das ist richtig. Erst kämpfen, weil sonst... Erst essen, meine ich, und dann kämpfen. Also ihr habt gehört, das Turnier geht gleich los. Anmeldung ist offen gerade, deswegen. Wie sieht's aus? Ich streame. Cool, das ist so ein Spiel, ne? Das ist tatsächlich ne, die Laila, ne? Wir heißen ja so, ne? Und das ist die Laila. Die Laila ist ein Moderator von mir und die streamt gerade ihr Lieblingsspiel. Und Cool, wie heißt das? Guild Wars. Ja. Und die haben eine ganz tolle Community und da gucken gerade 38 Leute zu, das ist super. Und das Latrinchen, ne? Die Trinchen, das ist, Das kannst du da machen, was du willst. Was? Kannst du machen, was du willst, ne? Wo? Da, im Spiel. Das weiß ich nicht, spiele ich ja nicht. Ah. Oh, Junge, ich will nicht schon dieser Spiel. Oh, Junge, Alter, was ist OP, das ist das richtige Kampfspiel, Junge. Nee, da fängt jetzt das Turnier an, Jungs. Tut mir leid. Müsst ihr auch am besten da rausgehen und hier hinter Platz machen, weil hier kommen gleich die Kommentatoren hin. Und müsst ihr euch draußen angucken. Tut mir leid. Dann muss ich mal mit einem, vielleicht spricht es sich in der Friendlist rum. Ja, Trinchen, das ist ja sehr spezifisch, das Spiel. Ne? Also, ich würde mir das auch nicht angucken, glaube ich, tatsächlich. Denn ich kann damit gar nichts anfangen. Ne? Also, da würde ich auch eher bei der Laila zugucken, bin ich ganz ehrlich. Also, ne? Aber das, darum geht es ja nicht. Ich finde diesen Turniergedanken einfach großartig. Ne? Lapdance Dietrich sagt, Ahmed mit dem Pregame Johns. Ja, normal, Alter. Ich will hier einen Topspieler. Gegen wirklich einen Topspieler. Ja, auf Rang 2. In der Leder, kann ich nichts machen. Von der Welt. Viel machen kann er nicht. Aber jetzt bin ich auch mal gespannt, jetzt muss ich auch mal gucken. Janus, tatsächlich sehr gut. Es ist halt ein Spiel, mit dem ich mich gar nicht auskenne. Aber der Junge mit dem roten Pulli ist tatsächlich die Nummer 2 der Weltrangliste. Und Trinchen, ich habe keine Ahnung. Was? Ich bin jetzt schon bei 3. Janus, ja, muss aber flüstern, ne? Weiß ja, sonst geht er hier runter, ne? Flüster mir einfach. Ich kann nur nicht. Der ist einfach in meiner Fresse, dann kann er nichts machen. Ich rede dich like im Book. Ja, das ist so.
beschreibst das Buch. Du liest es nicht, beschreibst es. Ja, ich schreibe es. Sehe in die Zukunft. Ja. Hier, Defen oder Lena, ey. Fünf Schritte voraus. Ich will schon die dritte Tierphase machen. Hallo dir, danke fürs Hosten. Kann ich auch mal was machen? Das ist wie Tekken und Street Fighter halt nur mit Pokémons. Ja, so würde ich es auch beschreiben, als absolut jemand, der überhaupt keine Ahnung hat. Ne? Hier sind aber genug Leute, die davon Ahnung haben, und sobald das Turnier gleich losgeht, werden wir bestimmt auch jemanden sitzen haben, der euch was dazu erzählen kann, der Ahnung davon hat. Und wir haben den zwei Besten der Welt hier sitzen. Das ist der Mann mit dem roten Pulli tatsächlich. Nummer 2 der Weltrangliste, nur schlappe irgendwie 25.000 Punkte hinter der Nummer 1. Wenn man bedenkt, dass eingewonnene Spiel wie waren es irgendwie 23 Punkte gibt oder so, dann kann man sich vorstellen, wie lange der Mann spielt am Tag. Irgendwie 19 Stunden am Tag oder so. Wir haben das so ausgerechnet. Der musste pro Tag so 208 Spiele gewinnen. Habt ihr gehört? Pro Tag schlappe 208 Spiele gewinnen, um so viele Punkte zu haben. Ich kann das nicht glauben. Ich gewinne so 25, wenn ich mal wirklich durchsehe. Aber ich wollte nur gucken, ob das okay. Internet hat. Der hat halt Zeit, glaube ich. Entweder ist er reich und braucht kein Geld mehr und spielt einfach den ganzen Tag. Ja, aber das ist doch Wahnsinn. Das ist halt Japaner, die nehmen das halt ein bisschen mehr ernst als wir. Ja, ja, gut, trotzdem. Das ist ja schon fast übertrieben, ey. Ja, ist schon übertrieben. Der ist schon... Sag mir mal, wo wir denn die Zeit haben. Normalerweise gehen Japaner 13 Stunden arbeiten. Lautier! Ja, vielen Dank fürs Follow und Miguel! Anscheinend arbeitet er. Danke fürs Follow. Fürs Hosten. Und er spielt 14,6 Stunden oder so, wurde ausgerechnet, sagt Lapdance Dietrich. Den Namen finde ich übrigens überragend. Lapdance Dietrich. Voll geil. Das sind voll die Suchtis, sagt der Mittelsk. Ja. Das ist echt ein bisschen viel, ey. 14,6 Stunden pro Tag. Dann ist es auf jeden Fall ein Pocken Pro. Klingt auch kacke in Deutsch irgendwie. Der einzige S-Spieler, wenn es gibt. Moment. Ich will mein S-Spieler weg. He's bad. Danke fürs Follow. Es ist ein Japaner, was erwartet man da? Ich, keine Ahnung. Fuck! Sind die so bekloppt oder was? Ich wollte grabben, du bist aber tot, das ist wirklich ewig. Also ich hab's runtergeschraubt, ne? Ja, das ist alles super. Ja? Okay, ich hab nur gerade 5 Minuten. Warte mal, ich schieb mal eben kurz hier rüber.
ein bisschen. Der David, der hat das hier alles ins Leben gerufen und so. Ja, das Turnier. Genau, genau. Ich hab vergessen, wie der andere hieß. Und geht halt nicht immer so wie geplant. Wenn das schon irgendwie von einer halben Stunde losgeht sollte hier, dann ist das wahrscheinlich dem geschuldet, dass wir hier über vier Stockwerke wahrscheinlich durcheinander zocken. Ja, wir haben diese Hirschlatt, der das ganze Spockenturnier hier organisieren sollte. Der ist noch ein bisschen weitergekommen und jetzt braucht er eine Pause. Aber alles gut, wir sind alles on time. Diese, so sieht's aus. Ist das bei mir bezahlt wegen Smash? Muss ich Pocke noch bezahlen? Hast du bezahlt, Smash? Ja. Dann bist du drin. Lego! Leute, habt ihr euch alle schon für Pocken angemeldet? Ja, das ist da vorne, ne? Ja, ja. Bei Hirsch, ne? Okay. Aber die Anmeldung läuft. Gleich haben wir einen Bracket. Pocken bockt so krass, ne, Alter? Ich weiß nicht, es bockt so krass. Pocken ist so geil. Hey. Sollte ich auch mal spielen. Ich hab richtig Bock, das Game weiter zu zocken. Ey, zwar nicht gegen dich, aber. Nein! Das war nicht gegen dich. Lass ihn mal, lass ihn mehr. Das ist ja der, ich glaube, zweitbeste Deutschlands. Ich bin weltweit. Weltweit. Weltweit! Wir haben das schon. Hier wurde schon ausgerechnet, dass der Japaner 14,6 Stunden am Tag spielen muss, damit er auf so viel Vorsprung kommen kann. Irgendwie, den er hat. Also, das ist schon ziemlich abgefahren. Und es scheint tatsächlich echt viele Leute zu geben. Das Spiel ist ja erst eine Woche alt, das wusste ich gar nicht. Genau, das kam erst vor kurzem raus. Genau, genau. Aber es scheint echt viele zu geben, dass die das mögen und zuschauen. Ich habe halt null Ahnung. Das ist halt, ich erzähle dir von Rhabarberkuchen und so, ne? Rhabarberkuchen ist lecker. Mit Sahne. Also nicht für mich, aber und so weiter und so fort. Trotzdem müssen wir mal ausprobieren, ob das mit der zweiten Karte irgendwann mal in Ruhe. Ja, das nicht sehen, müsste eigentlich funktionieren. Eben, das wundert mich nämlich auch. Aber geht ja. Ja. Das sieht ja auch voll schön aus. Ich habe größtenteils nur gegen Komori und ich habe schon gegen Schieter. Was macht das denn für einen Unterschied, ob man mit 2 oder mit 3000 streamt eigentlich? Es verbraucht halt mehr Internet. Mehr nicht? Ja. Weil, also ich sehe jetzt nicht so, aber genau, ich habe die Quali ein bisschen runtergedreht. Also wenn du so Spiele spielst, die sehr viel Videobewegung haben und so, dann verpixelt das ganz leicht, aber 2000 ist eigentlich auch noch voll gut. Es gibt Leute, die streamen mit 500. Nein, danke. Ja. Hier ist Qualität und so. Du hast einmal mit 200 gestreamt, ne? Ja. Mittes, dann schmeiß mal ein paar Granaten durch, aber nicht hierher, ja? Mach das irgendwo, wo es legal ist. Aber ich muss da auch wieder los. Alles klar. Du sagst den Leuten dann Bescheid, wie dies abläuft oder was? Oder kommen die einfach hierher? Oder? Das macht alles der Hirsch. Okay. Wir haben den anderen Raum, den Sofa-Raum noch. Okay. Und ja, hier und da spielen wir. Gut. Also zwei bin ich. David, soll ich dann meine Switch mal aufbauen? Wir haben keine TVs. Der große da hinten, der kannst du aufbauen. Ich weiß nicht, ob Hirsch da schon war. Nee, da nicht. Bekomme ich dann von dir eine Pocken-Copy? Wenn du irgendwelche Tipps hast, komm mal gerne. Nein! Zum Großteil reagiere ich einfach nur, was du machst. Okay. Wenn ich jetzt lese, dann kannst du gerne. Ich hab heute so einen Knacker gefühlt, vielleicht ein bisschen mehr Knacker. Kann ich mal Wingteil ein bisschen beibringen, wenn er zu gut ist? Okay, ich glaube, du kannst mit jedem Schaber zu bewegen. Ich hätte mir zu nicht. Ja, wollte ich das sagen, ich hätte mir zu nicht. Weil
wenn du Shadow Mewtwo spielen würdest, würde ich Miyako nicht spielen. Ich glaube, das Layout ist ein wenig falsch. Die Cams müssten, glaube ich, getauscht werden. Das ist eine Cam, mein Guter. Eine Cam und die ist einfach geteilt. Einfach eine Cam, die ist geteilt. Also es geht nicht anders. Die andere Capture Card, die der David mitgebracht hat, die funktioniert irgendwie nicht. Und mit der Capture Card müssen wir natürlich die Konsole einfangen, ne? Und das andere ist halt einfach meine Facecam, meine normale. Und die ist einfach zweimal und einmal links abgeschnitten und einmal rechts abgeschnitten. Also, ich könnte zwar die beiden Bilder tauschen, aber ich glaube, das kommt auch immer darauf an, wer wen wählt. Und ich meine, du hast ja zwei Bilder, also ne, wie die wo stehen und gehen. Also ich werde jetzt nicht immer hin und her tauschen, das meine ich. Das ist ja ne. Ein hin und her und her und hin. Wer ist denn jetzt hier Spieler? Wer? Ich bin der große Hai. Also bist du orange oder blau? Ja, ich bin blau. Okay, kann man das vorher selber einstellen? Nee, das ist immer so. Der Controller ist blau, der Controller ist anders. Okay, also kann ich quasi, weil es natürlich genau andersrum. Die Bilder sind natürlich genau andersrum. Also wenn ich das tausche, dann bleibt das immer so, ja? Ja, also die bleibt immer, also das bleibt alles gleich, also das Spiel. Okay. Du musst du gucken, wer den Controller in der Hand hat. Ich dachte, links ist eigentlich, der links sitzt, hat eigentlich immer die linke Hälfte. Also wäre es einfacher, einfach den Controller zu tauschen? Ja. Also was meinst du jetzt? Für Namen und so? Naja, das Bild, also vorhin hat es gepasst und dann müsst ihr irgendwelche Controller ausgetauscht haben und jetzt bist du quasi auf der anderen Seite und ihr seid auf den falschen Seiten. Also die Bilder sind falsch zugeordnet jetzt. Oh ne, vorhin haben wir einfach schräg rüber geguckt, ja. Also ihr müsst, entweder muss ich jetzt die Leute, also ich habe euch ja eingefangen, ja. Ne? So einfach mich auf die blaue Seite, ihn auf die rote Seite. Und das bleibt dann auch immer so. Okay, alles klar. Dann mache ich das. Dietrich. Ne? Vielen, vielen Dank fürs Hinweisen darauf zu tun, um zu weg zum Tauschen. Ich mach dann. Geil, oder? Girlfriend. Dir. Vielen, vielen Dank. Ich hätte korrigiert den Namen. Wenn die beiden jetzt halt miteinander reden, sieht das so aus, als reden sie voneinander weg. Das ist halt auch lustig. Aber das ist halt so. Kann man nicht ändern. Für alle, die neu sind, nur mal zur Erklärung, Studio, wenn ihr Bock habt, euch das mal anzugucken. Geht da auf die Homepage, guckt wo, wir sind im Unperfekthaus, das ist ein öffentliches Studio. Ne? Das heißt, ich sitze weder zu Hause, noch habe ich ein Studio, wo keiner rein darf. Wir können ja alles machen, wir können ja auch andere Sachen machen. Wenn ihr eine Band habt, die könnt ihr ja auch vorstellen. Schreibt mich einfach an unter info@allengames.de. Uns gibt es seit 5 Mal im Monat, wir versuchen hier irgendwie eine schöne Plattform an den Start zu bringen. Was Gaming betrifft, was Mucke betrifft, Lesezeichen, egal was weiß ich, wenn ihr irgendwie andere kreative Sachen drauf habt, einfach melden. Trinchen? Verstehe ich. Wie gut ist eigentlich die Buche? Mit 8 Tier ist halt so Mitte.
Echt? Wirklich? Ja, der macht halt mit seinem Kombo macht er halt das Schaden. Ja, genau. Nur alle Leute denken, das ist ein toller Charakter. Oh nein, das Turnier hat noch nicht angefangen. Die Jungs spielen sich quasi ein bisschen warm, aber sollte jetzt gleich irgendwann jeden Moment losgehen. Verstehe ich nicht. Banane? Verstehe ich nicht, was du meinst. Keine Ahnung. Fuzzi! Fuzzy Dice. Fuzzy Dice 82. Herzlich willkommen bei den Kloppen, ne? Steht da ja auch. Meinen wir aber auch so. Und da wird jetzt der Oberbekloppte auch Applaus für spenden und so. Jeden Moment. Danke fürs Follow. Ach, Banane, das meinst du? Das ist doch kein Wettbewerb. Das ist doch kein Wettbewerb. Das ist doch was völlig Unterschiedliches. Und ich freue mich, dass so viele Leute bei der leider dabei sind, wenn die 24 Stunden durchhalten muss. Ja, aber das ist doch Quark. Das kann und sollte man doch nicht vergleichen, wer wie wo mehr zuguckt. Das ist ja blöd. Alles gut. Nichtsdestotrotz, ich meine, dass die leider irgendwie um 3 Uhr morgens fertig sein muss. Man könnte tatsächlich überlegen, dass man auch mit online bleibt. Wir können ja nebenher was anderes machen und sie ein bisschen unterstützen. Dann bin ich zwar auch 24 Stunden wach, aber ist das scheißegal, oder? Müssen wir mal gucken. Wir wollen das hier alles ein bisschen zusammen machen und uns irgendwie so eine kleine, schöne Community auf die Beine stellen. Und es ist ja schön, dass wir so viele verschiedene Sachen haben. Und alle, die hier zugucken für das Spiel und irgendwie, halt die Schnauze, wir wollen das Spiel und so, tut mir leid, das Turnier hat noch nicht angefangen. Ich hoffe, dass gleich jemand hier sitzt, der irgendwie was dazu sagen kann, ein bisschen mehr erklären kann und so. Ich habe leider null Schimmer irgendwie. Aber schön, dass ihr alle da seid, alle eingeschaltet habt und so. Lasst ein Follow da, das wäre super, ne? Denn ihr wisst warum, brauche ich gar nicht zu sagen. Könnt natürlich auch mehr da lassen, so ist es nicht. Will nur noch mal erklären, wir machen hier nicht nur Gaming, sondern halt auch viel mehr. Aber das könnt ihr euch alles in Ruhe anschauen. Unlucky God Mensch. Oh, and then we have a few guys here who actually understand English and speak English. English is no problem. You can... Normally this is a German stream, but we... Anyway, in a few months we are going to do English and German stuff. So, feel free to ask whatever you want, but you have to know I have honestly no idea about this game. But as soon as the tournament starts, we will have someone sitting here to answer you all your questions. And I don't know, perhaps I can translate it in English. But yeah, you're welcome. Welcome, feel free to ask anything you like.
Or ask Lapdance Dietrich, who has, for a German guy, a really funny name. I love it. I really do. Sorry, muss jetzt sein. Aber ist auch gut. But I guess Lapdance, you understand, so Lapdance Dietrich is it's just funny. I like it. But so you have to know I'm stupid, so. Thank you.
Ja, ich weiß, hat immer noch nicht angefangen. Ich weiß auch nicht, warum und sowieso das so lange dauert. Ich habe nun tatsächlich das Mikro nicht an, weil ich nicht weiß, was ich euch dazu sagen soll. Und ich kann euch keine Infos geben über das Spiel. Ich kann euch keine Infos geben, wann das Turnier anfängt. Ich kann euch über alles andere irgendwas erzählen. Aber nicht darüber. Tut mir leid. Ist zwar jetzt blöd, aber ich kann es nicht ändern. Ich kann nochmal losgehen und fragen, was jetzt hier los ist, denn jetzt ist es schon 10 nach 4. Und ansonsten können wir auch was anderes machen, das ist schon richtig. Ja. Ich mach nochmal das Mikro aus und frag nochmal nach. Well, gleiche Ansage wie von einer halben Stunde, geht jeden Moment los. Ich weiß es nicht. Tut mir auch leid, tut mir wirklich leid. Ich kann natürlich, ne, was soll ich dazu sagen? Ich kann es nicht ändern. Nein, es ist, wie es ist. TF, schönen guten Tag. Was? Nein! Nein! Nicht cool! Ich kann auch nur Kombos. Ja, ich hab grad echt gesagt, ich bin voll allein gerannt. Ja, ich auch. Ich dachte, oh mein Gott, ich hab gesehen, du machst irgendwie Input. Das ist Toaster Spiel, glaube ich. Er hat gerade gefehlt. Ja, ich hab den Konzert gemacht. Da hat er kein Lust mehr. Ja, Stein! Nein! Hat nicht gereicht. Junge, wie oft hinten der Stein, Alter? Für 12 Mal. Das ist so mach einfach Steine werfen. Ja. Damit gewinnst du das Spiel. Ja, du darfst nicht gegen die Dinger schieben. Guck mal, das passt so. Ja. 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 Ich renn in alles rein. Das kann ich immer sehr gut. Bei Silvaro, wenn der die Wurzel rausläuft, ey. Ach, TF. Ich geh mal rüber. Du geiles Stück. Oh, schau mal, geht's los. Schau mal, geht's los. Hier ist er. Hier, komm. Kennen wir schon länger als 4 Monate. Sind schon 5, nur erst seit 4 Monaten geht das. Und das werden wir gleich noch zelebrieren später. Aber ich hab's halt jetzt ausgemacht. Aber. Ich bin mehr als dankbar, das weißt du. Danke fürs Subscriben! In fact, ich hab gerade auch noch nebenbei bei allen möglichen kleinen Kanälen irgendwie ein bisschen subscribed. Weil ich glaube, bis morgen oder übermorgen ist noch September und für 2,50 die direkt zum Streamer gehen, habe ich das auch noch gemacht. Bei der Laila geht's leider nicht, aber bei allen, die ich irgendwie kann oder so. Ist doch mal eine schöne Sache. Lieber TF, Dankeschön. 4. Monat.
krass. Vielleicht können wir ja irgendwann mal sagen, Alter, der 44. Monat. Denn so viele sind, glaube ich, gar nicht von Anfang an dabei. Oder beziehungsweise haben nicht alle Monate mitgemacht, was ja auch völlig okay ist. Aber ich glaube, die Laila zum Beispiel nicht. Also viele, vielleicht bist du sogar der Einzige. Voll cool, ey. Voll geil. Vielen, vielen Dank, Alter. Vielen Dank. Ich habe gerade noch Konter gekriegt und dann muss gereicht haben, der Konter, um die Attacke abzuwehren. Ich glaube, es geht los. Muss gereicht sein. Ich glaube, mein Controller wieder. Wenn ich das so. Wir machen jetzt die Bracket, wir sagen gleich Bescheid, wer wofür. Warte. Hi übrigens. Ja klar, ne? Denn wie jeder weiß, warte, wo ist es? War es so? Was ist das? Nein, es war ja hier, warte. Jewel war es, ne? Genau, Laila ist geiler. Ja, natürlich. Aber jetzt nicht mehr, sie ist ja kein Sub mehr. Und das Höchste, was man jetzt haben kann, sind 4 Monate, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Also, Röstig. Ich muss mal nachgucken, aber ey. Dankeschön. Trotzdem natürlich, ne, für alle, die da sind, wenn ihr Bock habt, das hier zu unterstützen. Und es ist ja hier nicht nur Gaming, sondern viel Gaming. Und zum Beispiel im ganzen Oktober, jeden Tag im Oktober wird gestreamt, mindestens 10 Stunden. Wenn ihr Bock habt, das zu unterstützen, wenn ihr hier mal selber streamen wollt, was anderes vorstellen wollt oder so, bis übermorgen oder so, oder bis morgen ist noch September. Kostensub nur 2,50. Ich würde mich über jede Unterstützung freuen, denn das geht alles hier in dieses Studio. Wir haben hier ein Studio. Das kann ich jetzt nicht zeigen, weil meine Capture-Card missbraucht wird für das Spiel. Sonst würde ich es euch zeigen. Aber da unten sind Videos und Highlights, da könnt ihr euch angucken, wie es aussieht. Geht auf Arden Games bei Facebook oder auf YouTube Arden Games TV. Dann könnt ihr euch das alles mal anschauen. Und wenn ihr hier selber was veranstalten wollt, einfach anschreiben, info@ardengames.de. Sind für alle möglichen Schandtaten zu haben, wie zum Beispiel heute dieses Turnier. Ne? Obwohl ich keine Ahnung habe davon. lasst ein Follow da. Das ist schon sehr geil, kostet nichts und freuen wir uns alle drüber. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich und euch. Wir sind im Unperfekthaus in Essen und ihr könnt jetzt heute noch bis um 1 Uhr nachts vorbeikommen und hier live ins Studio. So sieht's aus. Das ist halt ein bisschen was anderes als sonst. Wie gesagt, ihr habt den ganzen Oktober Zeit, mich mit allem zu löchern und wir werden so viele verschiedene Sachen machen und machen müssen, weil wir 313 Stunden Zeit haben. Aber ich kriege nicht Thrombose oder so. Und ich habe heute den mit schönsten Namen ever. Aber Lapdance Dietrich ist für mich ganz weit vorne seit ganz langer Zeit, was das angeht. Okay, das ist das erste Menschen. So, ihr müsst mir jetzt aber, also, wenn ihr die Dinge jetzt wieder umtauscht oder so, dann muss ich jetzt wieder. Mach den gleichen Controller, wo ich auch gerade saß. Okay, alles klar, das ist schon mal gut, weil sonst muss ich die Bilder wieder hin und her tauschen oder sonst denken die Leute, ein falscher gewinnt oder so. Ja. Ihr müsst mir dann nur euren Namen verraten, damit ich das hier ändern kann. Ich bin Bojo. Also B-O-J-O. B-O-J-O? Ja, mit großem J. Mit großem J. Okay. Und der Gegner? Electrify. Kann man nicht einfach sagen, ich bin Fritz, ich bin Olli? Nö, das geht nicht. So, auf jeden Fall scheint es jetzt loszugehen. Ich kann und werde das nicht kommentieren, weil das kann nur furchtbar sein. Ich werde mich zurückhalten und ihr könnt die Reaktionen mitkriegen. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß. Ich weiß nicht, ob der Organinator vom Turnier irgendwie ein, zwei Sachen sagen möchte oder nicht. Ich frage ihn gleich mal und werde auf jeden Fall schon mal das hier wegmachen. Ja. Das ist, glaube ich, doch nochmal umdrehen, weil er hat einen anderen Controller gehabt. Er hat nicht den von gerade. Ja.
den jetzt einfach genommen. Genau. Also, nur ich mache jetzt nicht die ganze Zeit hin und her und her und hin. Ja, ja, müsst ihr euch jetzt festlegen, wo wer ist, weil. Und wer von denen ist das der jetzt, richtig? Ja. Du kannst ja auch eine Kontrolle einlassen, ne? Genau, du kannst ja auch so. Du musst dir die nicht in der Hand haben. Spielst du ja schon rein? Nee, ich hab's lieber so. Ah, okay, okay. Möchte der Organisator mal eben kurz Hallo sagen irgendwie zu den Leuten? Und mal kurz sagen, wie es abläuft und wer wie viel Spieler mitmachen und so weiter und so fort. Guten Tag, Moment. Ja, hallo. Ich bin der liebe TCL Hirschstadt und ich veranstalte heute das Pokken Tournament DX Event. Eingeladen, oder nicht eingeladen, aber sagen wir mal, erschienen ist auch ein sehr guter Topspieler, der wahrscheinlich dieses Turnier gewinnen wird, aber... Keine Predictions, so. Keine Predictions. Erstmal Wetten abschließen. Ich tilte gleich weg. Der liebe Toastix hat sich bereit erklärt, uns Gesellschaft zu leisten in diesem schönen Turnier. Wir werden wir werden Double Elimination spielen. Das heißt, es gibt ein Winners und ein Losers Bracket. Im Winners Bracket sind alle die noch keine Matches verloren haben. Wenn du im Winners Bracket ein Match gewinnst, bleibst du weiterhin im Winners Bracket und wenn du verlierst, dann bist du noch nicht raus, dann landest du erstmal im Losers Bracket und kannst da noch deinen Weg weiter erkämpfen. Wenn du im Losers Bracket verlierst, dann bist du aus dem Turnier ausgeschieden. So, wir sind 13 Teilnehmer. Bis zu den finalen Runden, also Winners Finals, also die finalen Runden im Winners Bracket, Losers Finals, die finalen Runden im Losers Bracket und im Grand Finals, die werden alle Best of 5 gespielt. So, ansonsten gibt's nicht viel zu sagen und ich wünsche allen, die an diesem Turnier teilnehmen, viel Spaß, ich nicht, viel Erfolg. Ja, super. Ja, meint, er hätte sie dir gegeben. Du hast nur eine gegeben. Ja, mehr habe ich nicht. Du sagtest, du hast drei. Ja, eine ist eine Switch, eine in deiner, eine in Livers. Wenn ich verliere, ja, dann musst du Livers uns die Switch geben. Panik. Cartridge immer geben. Ja, okay. Also Hirsch, auf jeden Fall hast du einen Kollegen mit einem der geilsten Namen ever. Lapdance Dietrich, der Name ist für mich... Junge Dietrich! Damit mache ich mir ein T-Shirt übrigens, mit Lapdance Dietrich. Nur damit das schon mal weiß. Falls du da einen Copyright drauf hast, ist mir egal. Junge Didi, du hast einen Friend, Alter. So. Die Steuerung nachher auf normal wieder zurücksetzen. Sind die Namen jetzt noch korrekt oder nicht? Die Namen sind korrekt. Okay, super. Das freut mich. Wir sehen nun den lieben Bojo gegen Electrify. Bojo weiß ich, dass er viel Erfahrung mit dem Spiel hat. Er besitzt auch selber das Spiel und hat auch viel auf dem Pocken.de Server konversiert. Bist du behindert? Was? Naja. Und Electrify, der viel mit der Vue-Version ausprobiert hat, aber nun seinen Weg in die Switch-Version wieder zurückfinden muss. Wie das Match ausgeht, das werden wir gleich erfahren. Kannst auch hier groß machen, wie du willst. Ja, genau. Seid dann so ein bisschen später als da. So. Electrify, obviously, Pikachu, ganz seinem Namen entsprechend. Und Bojo mit Glibunkel heißt das, glaube ich, keine Ahnung. Glibunkel? Boah, Mann, bin ich ein Pro. Du musst nicht hier bleiben, ne? Du kannst auch den Pro hier sitzen lassen. Gerne. Ja, Attacke! Wenn wir hier schon mal jemanden haben, der das Spiel aus dem FF kommentieren kann oder weiß. Ja, Hallöchen. Okay, mal schauen, was die beiden so machen, ne? Also das ist ein bisschen später, ne? Das ist das, was die sehen, das ist das, was Lisa live ist. Nur ich kann es leider nicht größer machen. Aber kannst du mal kurz nochmal sagen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wer du bist, warum du bist und wie du bist. Okay, mein Name ist Toastix. Ich bin einer der Top-Spieler in Deutschland. Leider haben wir davon noch nicht so viele, deswegen immer schön spielen. Jeder ist willkommen. Wir haben auch eine schöne Community. Schaut mal rein, wenn ihr Lust habt. Und ja. So sieht's aus. Der Mann, der schlappe, wie viel 20.000 Punkte auf Platz 2 der Weltrangliste ist. Der Typ, der Nummer 1 ist, muss ausgerechnet, irgendjemand hat es vorhin ausgerechnet, 14,3 oder 14,6 Stunden am Tag spielen. Absoluter Wahnsinn halt, ne? Aber es gibt auch noch Leute, die haben ein normales Leben. Ja, richtig. Siehst du, also, so sieht es ziemlich aus. Die wollten noch Punktestand einstellen. Punktestand, ja. Aber man sieht hier sehr schön, Bojo hat diese Glibunke-Kombo schon ziemlich gut raus, dafür, dass das ein neuer Charakter ist. Muss man schon mal Respekt sagen, dass er die jetzt schon so eigentlich fast nie droppt. Schon beeindruckend. Ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung davon. Ja. Deswegen habe ich...
Was macht das Spiel jetzt besonders oder anders oder ist das gar nicht anders? Oder sind das nur die Charaktere oder gibt es noch ein paar andere? Ist halt nicht wie in jedes normales Fighting Game, denn normalerweise hat ein Fighting Game die 3D-Ansicht oder halt diese Dual-Face-Ansicht, wie wir haben, so 2D. Okay. Und Pokémon macht einfach, schmeißt es einfach zusammen. Das heißt, du hast eine Dual-Face, also die wir gerade sehen, und eine Field-Face, wo man drin startet und wieder zurückkommt, wenn man die Dual-Face gewinnt oder Grab oder halt, wenn man den Face hat. Währenddessen ist halt sehr nice. Man hat halt verschiedene Attacken in jeder Face. Zwischendurch auch andere. Und man hat dann halt die ganzen Optionen von verschiedenen Fighting Games. Du hast halt zum Beispiel hier das Attack Triangle. Das heißt, der Grab gewinnt gegen einen Counter-Attack, der Counter-Attack gegen einen normalen Attack und die normale Attack gegen einen Grab. Okay. Natürlich. Ja. Hier sieht man gerade einen Support-Change. Du hast hier 1, 2, 3, 4 Hard-Supports. Die kannst du dir picken, wie du willst, was dir am besten passt. Die geben dir alle einen schönen kleinen Effekt, wenn der aufgeladen ist. Ist nice. Okay. Du hast halt sehr viele Variablen, was man machen kann. Man hat sehr viele Optionen im Spiel. Das heißt, jeder kann sich aussuchen, was er machen will, wie er es machen will. Ist halt einfach. Das ist schön individuell. Ist schön individuell, richtig. Ja, cool. Das ist mein Ding, sowas mag ich. Sowas mag ich. Man sieht selten Sachen gleich. Also ist schon gut. Oh, ich sehe, dass Electify auf Decidueye gewechselt hat. Ist auch ein neuer Charakter, der ist auch erst seit 8 Tagen draußen. Lass mal schauen, was er damit schon kann. Okay, also nochmal dazu, das Spiel ist neu, das wusste ich auch nicht. Ist also was, eine Woche alt halt, ne? Ja, richtig. 8 Tage, so 8 Tage ungefähr. Ja. Mein Controller befindet sich, wenn man die Rippe geht, durch den Raum. Alles klar. Vielleicht ist er auch weg. Vielleicht ist er auch weg. Genau. Tschüss. Ich habe ihm gesagt, ich breche ihm das Genick, wenn er selbst das ist okay. Das ist doch schon mal eine schöne Versicherung. Ah, hier sieht man sehr schön. Die Sache mit Glibunkel ist, er ist ein witziger Charakter, denn er hat ein paar IMG-Momente. Das bedeutet, manche Attacken sind zufällig generiert. Okay. Du kannst zum Beispiel diese Sprung-A-Taste drücken und dann kriegst du so eine Art, du kannst eine Bombe kriegen, so ein Tornado, so ein riesiges. Okay, aber du weißt es nicht. Es ist halt absolut random. Okay, das ist halt das Klasse an diesem Charakter. Der bringt halt ein bisschen Frische rein. Das finde ich auch geil. Manche finden das nicht so nice, weil die denken so, Fighting Games, so Kampfspiele, da braucht man halt so Elemente nicht, aber den passt, ja? Man muss auf alles vorbereitet sein. Ey, ich finde das mal, also vor allen Dingen, du musst es ja nicht nehmen. Genau, ich finde das super, dass es individuell ist. Also wenn du deinen Charakter auswählen kannst und dann noch Stärken und Schwächen und was weiß ich nicht, das finde ich cool. Das ist super, ja. Und den vielleicht noch in die eine oder andere Richtung schieben kannst. Das genau. Genau, man kann machen, was man will, ungefähr. Natürlich gibt es so ein paar Sachen, die man als optimal zeichnet, also am optimalsten, zum Beispiel bestimmte Support auf bestimmten Charakteren. Okay. Das ist halt dann alles Gefühlssache. Wenn man es nicht will, es ist nicht notwendig. Okay. Es ist halt schön, dass man diesen Freiraum hat. Aber hier sieht man zum Beispiel auch, gerade hat man gesehen, Glibunkel hat versucht zu grabben, also einen Griff zu machen, weil er wurde attacked. Dadurch hat Decidueye gewonnen, ich habe jetzt schön Damage bekommen. Jetzt hat man auch gesehen, wenn der Charakter grün aufleuchtet, macht er eine Grab-Attacke. Das ist auch schön unterlegt, damit man auch schön darauf reagieren kann, was der Gegner macht. Zum Beispiel, wenn der Charakter blau leuchtet, dann ist es sehr wahrscheinlich eine Counter-Attack oder eine Attacke mit Counter-Frames. Okay. Eine Grab-Attacke, da leuchtet man meistens grün. Wobei Attacks ist halt, sieht man halt normal aus. Wäre sonst ein bisschen viel Partikel. Hier sieht man auch, jeder Charakter hat auch so einen Synergy-Burst. Darin wird man verstärkt, kriegt zum Beispiel auch so eine Light Armor, nennt man das. Dadurch ist man immun gegen bestimmte Attacken, weil normalerweise Hits dann geben. Also man ist halt unbeweglich und kann gekommen werden. Okay, also ich weiß auf jeden Fall, ich bräuchte erstmal bis zum Ende des Jahres, bis ich alles machen könnte, weil ich mir gar nichts merken kann. Genau, es ist extrem viel Information. Am Anfang ist das vielleicht ein bisschen viel, um alles klar zu kriegen, aber dann nach einer Zeit kriegt man ein Verständnis, selbst wenn man nur spielt ohne das ganze Krimskram, nach einer Zeit weiß man einfach bestimmte Sachen. Okay. Ist halt so Learning by Doing oder man lernt halt mit der ganzen Data und Infos, die man hat. Ist halt jedem das Seine. Ja, klar. Aber das war ein schöner Grab. Schöner Punish auf den Lebunkelwürf. Decidueye ist halt ein sehr interessanter Charakter. Du hast halt sehr viele Cancels.
in der Luft. Das heißt, du kannst die R-Taste drücken und unterbrichst deine Attacke, um eine neue Combo zu machen oder eine neue Attacke. Ich war lange nicht auf. Sowas hat nicht jeder Charakter, sowas haben aber Charaktere wie Gengar, was auch ein sehr interessanter Technical-Charakter ist, Decidueye. Wie viel gibt es generell, diese Charaktere? Im Moment 20? Müssten 20 sein, wenn okay. Ich mich jetzt nicht verrechne. Kann im Moment sein. Heißt es, kommen noch welche, oder was? Es ist möglich, alles möglich. Wir haben jetzt auch Decidueye bekommen. Das Spiel war ja auf der Wii U drauf. Da hatten wir nur 6 Charaktere weniger. Das heißt, mit DX sind 5 Charaktere dazugekommen und Decidueye. Okay. Denn 21. Genau, 21. Danke, Luffy. Luffy ist auch ein sehr guter Spieler. Okay. Er ist auch in Deutschland bekannt. Der hat auch in verschiedenen Turnieren mitgemacht. Der war auch bei den Gamescom-Turnieren dabei. Auch okay. Ganz gut präsent in der deutschen Szene. Grüß dich. Und Electrify hat einen Spiel geholt. Das kannst du im Spiel machen. Ja, ich weiß nicht. Was man im Game geben kann, ist das In-Game-Tutorial fast alles klasse zusammen. Ja, richtig. Das ist doch schön. Das Tutorial ist extrem klasse. Du hast ein Combo-Dojo, da kriegst du ganz viele Kombinationsattacken, wie du machen kannst. Ganz wichtig für jemanden wie mich. Genau, wenn man zum Beispiel keine Ahnung hat, aber keine Kreativität hat, dass er was machen kann. Ja. Dann hat man ein Action-Dojo, da wird einem erklärt alle Fähigkeiten, wie man die einsetzt, wie man die nutzen kann. Und dann noch ein Info-Dojo, da kriegt man was besiegt, wie man Sachen canceln kann, also bestimmte Moves unterbrechen kann. Okay. Das Spiel hilft einem wirklich. Im Vergleich zu anderen Spielen ist das Tutorial wirklich ausgeprägt und lädt einfach neue Spieler ein. Das ist dann wahrscheinlich echt mal interessant, weil ich mich immer gefragt habe, weil ich ja erst seit 5 Monaten überhaupt sowas mache hier. Ne? Genau, und also wirklich. Wenn es ein schönes Tutorial ist und ich das ein bisschen üben kann, vielleicht ist es dann gar nicht so verkehrt eigentlich. Und man muss das nicht auf einem hohen Level spielen, um Spaß zu haben. Nee, darum geht es hier sowieso auch nicht. Ja, genau. Also, jetzt geht es schon darum übrigens, sonst nicht. Ja, also doch mal so. Aber Spaß ist halt immer der größte Faktor, der beste Faktor. Wenn man Spaß hat, spielt man besser. Ja, wenn man Spaß hat. Hey, mein Leben. So, jetzt hören wir mal die normalerweise bei uns gucken. Das ist nicht Quatsch, was ich erzähle, ja, sondern es ist wirklich so. Jetzt ist es gerade 1-1. Das bedeutet, der Gewinner von diesem Match geht in die Gewinnerrunde und der Verlierer in die Verliererrunde. Alles klar. Das Gute ist ja, der Verlierer, selbst wenn man vielleicht mal ein bisschen unglücklich ist und mal verliert, hat man immer noch die Chance zurückzukommen. Das ist das gute alte Billardsystem quasi. Ja, das ist meistens so gespielt, ja. Was ich immer sehr gut fand, weil du kannst immer mal verlieren oder mal Pech haben. Absolut, oder richtig. Was weiß ich nicht was, und das ist hier nicht anders. Denn das Spiel ist halt, es gibt halt die Möglichkeit 50-50 einzugehen, also du läufst auf den Gegner zu und machst halt eine Attacke oder einen Grab-Attack und der Gegner muss halt erraten, was du machst. Das ist halt so eine Wahrscheinlichkeit, da verlierst du oder da gewinnst du halt 50-50. Aber dann gibt es auch dieses Neutral-Spiel, wie wir das nennen. Das ist, wenn du ein wirklich langsames und wirklich schlaues Spiel spielst. Dass du so wenig Möglichkeiten hast, Attacken in dich zu bekommen oder gepunished zu werden, dass der Gegner dich einfach für deine Actions halt panik. Ja, lieber Dietrich, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Aber du hast mich noch nicht spielen sehen. Ich werde wirklich immer besser, aber es ist doch teilweise echt eine Katastrophe. Stell dir einfach vor, du hättest vor 5 Monaten erst angefangen. Ich habe immer gedacht, Zocken ist, mir ging, also das, was heute die Leute Retro nennen und feiern, deswegen habe ich als Kind aufgehört zu spielen, weil ich die Grafik und die Musik furchtbar fand. Dieses Düdelididit ist mir voll auf den Sack gegangen. Und letztes Jahr habe ich ein Spiel gesehen und dachte mir, was ist passiert? Die haben sich schon extrem gesteigert. Es sind nur 20 Jahre an mir vorbeigegangen. Ja. Und dann habe ich gelernt, was Twitch ist und was man machen kann. Und daraufhin habe ich hier dieses Studio. Und es geht ja nicht nur um Zocken hier, sondern auch. Also 50% sind Zocken. Und wir haben auch zum Beispiel die Macher von Ben und Ed eingeladen und so. Also wie so Spiele entstehen und sowas. Und 50% andere Sachen halt, ne, wie ich schon gesagt habe, Mucke und so. Aber es soll Spaß machen, was er gerade sagte hier. Und ich finde dieses Turnier-Gedins finde ich großartig. Es scheint, als ob wir gerade in die Endphase gehen. Gerade hat man gesehen, schön, die Bunkel hat gewonnen. Hat jetzt schön mit seiner Bombe, dieses Soldier, aus der Luft geholt. Das heißt, Benjo geht in die Winnerrunde. Electrify hat noch die Chance, zurückzukommen in der Verliererrunde. Es ist noch keiner raus. Ist noch alles offen. Aber das haben wir auch schon gesehen. Ich habe Electrify hat 2 Charaktere gespielt, Pikachu und Decidueye, also Silvaro. Was schön ist, mehrere Charaktere sehen, kann man ein bisschen mehr Eindruck vom Spiel haben.
Jetzt sehen wir. Ah, wir müssen die Namen ändern. So, wir müssen die Namen ändern. Also, wer ist denn jetzt blau? Warte mal, das musst du mir jetzt mal eben helfen. So, wer ist Name? Er ist Musa, ich bin Musa. Ahmed. Ahmed und Musa. Blau ist Ahmed und rot ist Musa. Schreibe ich jetzt mal so, ne? Oder? Müsste richtig sein, ja. Handwarmer drin? Handwarmer drin. So, und wie war das? M? Mohammed? Hä? Mohammed war das? Ahmed. Ahmed und Musa. Ah, Musa, okay, Musa. Wie wird das geschrieben? M-O-U-S-S-A. M-O-U-S-S-A, das sehe ich jetzt anders geschrieben. Aber okay, wir sehen es. Nibuna gegen Silvaro. Was ich ich persönlich kann dazu sagen, dass dieses Matchup bestimmt sehr gut für den Snibuna-Spieler ist, denn ich spiele Snibuna selber sehr. Okay. Und in dem Matchup habe ich wenig Probleme. Das bedeutet, Bival hat halt Attacken, die Silvaro gut besiegen können, wenn man es richtig spielt. Mal schauen, wie Ahmed das macht oder Musa das macht. Haben die jetzt wieder die Dinger getauscht? Also ich kann nicht immer das hin und her wechseln. Ja, ist getauscht. Also die Kamera ist getauscht. Leute, ihr müsst euch irgendwie, sonst muss ich immer die Kamera tauschen. Anders rum hinsetzen? Genau. Ja, klar, ja. Entspannt euch, Spieler. Ja, Musa, du bist auf dem Spieler 1 Platz. Ja. Das ist 8. So. Ja, aber die wechselt immer wieder die ganze Zeit hin und her. Also, die haben sich falsch hingesetzt. Ja. Muss man irgendwie dann noch so von hier reinpassen. Richtig. That is nice. Erstmal schönen guten Tag. Oh, guter Grab. Hat die Agility gepunished, hat die Runde geholt. Sind nur Handwarmer. Das ist Handwarmer, ne? Ich stelle das jetzt zum Mount nochmal um. Handwarmer sind das gerade. Ah, Aufwärmspieler. Aber ich stelle das ihr könnt eigentlich da sofort starten, wenn ihr wollt. Ja, aber ich weiß, wenn das noch Aufwärmspieler sind, kannst du das noch schnell ändern. Ja. Jetzt hab ich's. Oder könntet ihr euch dann einfach umsetzen ganz schnell, wenn ihr könnt? Also was jetzt? Ah, einfach lassen, die machen das schon. Lassen wir mal die Menschen das machen, nicht die Technik, würde ich mal sagen. Ne? Dann, perfekt, ja, dann gestellt. Okay. Ist es jetzt so? Moment. Schlag mal, Musa. Nee. Musa, schlag mal. Ja, ich mach ihn. Aber guter Grab Punish. Aber jetzt muss ich die Namen auch wieder ändern, oder? Ja. Aber die Bilder sind jetzt richtig. Die Bilder sind richtig, ja. Gut. Daran wird es hier nicht scheitern. Was ich sehr schön finde, ist, der Grab Punish auf dem Counter-Attack sieht man halt wieder schön, das Attack-Triangle, wie man es richtig macht. Guter Homing-Attack. So, jetzt aber. Oh, man sieht hier sehr schön, Ahmed macht halt einen extrem guten Job, um den Snibuna wieder halt zu punishen für die Moves, die er macht. Er hat den Sprung gecatcht, guter Follow-up, gute Combo, guter Damage, hat das Spiel damit geholt. Das heißt, das war jetzt aber, glaube ich, erst ein Aufwärmspiel. Die wollten sich, glaube ich, erstmal einmal einspielen, beide hatten halt... Gibt's nicht, zählt, Pech. Das heißt, ich würde sagen, jetzt gehen wir dann ins richtige Spiel, oder? Ja. Jetzt startet das Best of Three. Beide haben jetzt so einen schönen kurzen Eindruck. Auch noch erste Runde quasi, ne? Das heißt, keiner ist raus, egal wie es ausgeht. Keiner ist raus. Sehr schön. Hat jetzt nicht gezählt, aber jetzt wird man wahrscheinlich... Ahmed, der scheint das Matchup schon zu kennen. Ein bisschen. Ich frag mich warum. deswegen... könnte sein, dass er ein bisschen gegen Snibuna gespielt hat. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Guter Punish. Guter Wolf Punish, wie Ahmed das hier macht. Oh, das war sehr schöner Taunt. Vival hat diese Attacke Taunt, heißt die. Die ist extrem gut. Es ist eine Art Counter-Attack, aber man wird halt unverwundbar, währenddem man diesen Move hält. Und damit kann man halt extrem viele Optionen besiegen und den Gegner halt ausspielen. Wie lange hat es gedauert, bis du dir das alles gemerkt hast von den ganzen Charakteren? Oder? So 7-8 Monate, bis ich alles drauf hatte, bis ich jetzt das Level habe, was ich jetzt habe. Ich spiele das Spiel ja auch erst seit 9 Monaten, also die erste Version, die ist halt Beispiel seit 8 Tagen. Es hat schon eine Menge. Ja, eben. Es gibt halt Momente, da hat man so 1-2 Monate, wo man nichts lernt, wo man einfach eine Down-Phase hat. Aber dann sind da so ein paar Tage, wo man richtig abgeht und dann auch wirklich selber, wenn man es selber sieht, wie gut man sich verbessert, das ist halt auch ein schönes Gefühl. Ja. Oh, ist schön, schön gemacht von dem Bio-Spieler. Hat man gesehen, wie er mit dem Homing-Attack Silvarus Sprung einfach besiegt hat. Ein Sprung ist halt, wenn man einfach nur springt, kann es schon ziemlich unsafe sein. Also es ist halt nicht sicher. Man kann halt raus attackt werden. Okay. Ich guck dich übrigens nicht an, weil ich versuche mir da anzugucken. Ja. Ne?
Also nicht, dass du denkst so, Mann, dass ich unfreundlich bin oder so. Nein. Sondern da ist, das ist... Da ist ja das Live-Gameplay. Ja, eben. Da müssen wir ja drauf gucken, damit wir wissen, was hier vor sich geht. Und ich finde das halt echt spannend. Bibo, danke fürs Followen übrigens. Haut, schön gemacht. Das war ein extrem guter Burst. Die Sache ist, diese Attacke von Rastadero, die ist kein Combo auf dem Shield. Das heißt, man kann währenddessen eine Attacke einsetzen. Und er hat jetzt seine Burst Attack, also seine Synergy Burst, so gut eingesetzt, dass er damit diesen Move gepunished hat, einen Critical Attack bekommen hat, also mehr Damage auf seiner Burst Attack. Jetzt hat er auch das Momentum noch. Wenn er es jetzt richtig macht, kann er... schade. Da sieht man auch diesen Counter-Attack, den Silvaro hat, extrem stark. Da hat man auch nochmal Snibunas Counter gesehen, der Anti-Air hat. Das bedeutet, er trifft auch Leute, die in der Luft sind, wenn die natürlich nah genug dran sind. Aber es sieht halt so aus, als wäre es gerade ein Hin und Zurück zwischen beiden, was sehr, sehr, was sehr super ist. Man sieht, beide haben, obwohl Ahmed hat jetzt ein bisschen mehr HP als Musa. Ah, und da holt er das Game. Ist halt zwischen den beiden, da ist schon... Schon spannend, muss man schon sagen. Beide geben ihnen hier Bestes. Ist hier ein Olli Petri im Raum? Warum störe ich gerade? Wir sind live und das ist ein Live-Turnier, aber. Du möchtest Oktopusse haben? Ja, du bist. Habt ihr die. Ich habe sie gekauft. Ja, super. Danke. Die sind großartig. Hier, unsere Maskottchen übrigens. Hast du Farbwünsche? Seid ihr noch hier im Moment? Wir sind im 453, ja? Ich komm gleich mal, okay? Willst du hochkommen oder ich komm gleich hoch, Super. Und ich hab mal, ich war so dreist und hab mal so ein Ding von euch da hingestellt. Ich wusste nicht, dass die Stühle da sind, falls damit das Leute sehen, okay? Also ich hab's nicht geklaut. Nee, kein Problem. Okay. Guter Grab, Man sieht hier auch, Ahmed punisht jede Situation, die er kann. Er sieht den CA, er grabbt, er sieht die Attack SCA, er macht das gerade extrem gut. Und für alle, die neu hier sind und sich fragen, hier können doch nicht einfach Leute reinkommen, doch können sie. Genau. Könnt ihr übrigens auch, denn das ist hier offen. Das ist das Schöne, manchmal ist es komisch, aber das ist so, auch wenn ihr Bock habt vorbeizukommen, ihr könnt vorbeikommen, hier live reinkommen, zugucken, euch das hier mal anschauen. Das ist halt so. Sorry. Entschuldige. Aber es ist halt wirklich so. Ja. Oh, super. Er hat den Taunt gekannt. Die Sache ist mit Vivas Taunt, du kannst damit das Spiel rumreißen oder der Gegner ist schlau genug und like, verzögert seine Attacken. Sodass er deinen Taunt punisht, was er gerade passiert ist. Dadurch hat er den Win bekommen. Gerade 1-0 oder wie steht 1-0, das? 1-0, ja. 1-0, okay. 1-0 für Ahmed. Das heißt, Musa muss jetzt aus sich herauskommen und dieses Game gewinnen. Wenn er jetzt verliert, geht er in die Loser-Runde. Was ich ja lustig finde, und die beiden hören das ja jetzt auch, was wir sagen. Ja. Auch ihr, die da zuschaut, ich glaube, das ist gar nicht so eine normale Umgebung. Wenn jemand kommentiert und vielleicht sogar noch was dazu sagt und man spielt gleichzeitig und vielleicht zu wissen, dass man einem dabei zuguckt, also, ne, immer müsst ihr immer mit einberechnen, bevor ihr sagt, ey, die können ja gar nichts oder ey, ne, das ist halt... Da ist ja immer ein bestimmter Druck auf einen. Genau, eben, das man ist gar nicht... Man hat halt die Stimmen in seinem Ohr, ja. Man hat halt, man genau. Will halt gewinnen, man will halt nicht verlieren. Leute schauen dir zu. Halt... Finde ich aber immer spannend, sowas. Immer, ich war früher, ob man es glaubt oder nicht, Sportler. Und es war immer noch ein größerer Kick, je mehr Leute zugeguckt haben. Es gibt da noch so eine schöne Würze zum Beispiel. Ja, kann aber auch voll in die Hose gehen übrigens. Es ist aber, das macht's ja aus. Also, ne, es ist ja, ne. Und ey, wir sind ja alle unter uns. Wir wünschen allen nur das Beste. Richtig. Man sieht schon wieder, es ist ein sehr knappes Spiel. Beide sind ungefähr auf 50% HP. Da hat man zum Beispiel den Air Cancel. Ah! Man hat den Air Cancel gesehen. Also, er hat in der Luft R gedrückt und zurück. Dadurch hat er die Burst-Attacke von Snibuna einfach ausgewichen. Ich kann mir jetzt nicht, ich meine, ich konnte mir vor 5 Monaten nicht vorstellen, dass ich überhaupt ein Spiel spielen kann, irgendwie, das funktionieren. Und jetzt würde ich zum Beispiel sagen, ich kann mir nie vorstellen, dass ich das hinkriege. Das kriegt jeder seiner Zeit. Das ist wahrscheinlich alles, echt eine Übungssache. Ja. Muss man alles üben. Tose gegen Laszlo. Gegen Laszlo, wo? Auf Quadrat. Alles klar, dann muss also ich einfach... 1, 2, 3. Also, ist im dritten Raum? Durch. Und zeigst du mir, wo das ist? Ja, okay, dann muss ich einmal kurz Tschüss sagen. Ja. Wahrscheinlich gleich nochmal. Ich würde mich freuen. Immer einfach hinsetzen, fertig. Ja, viel Spaß. Ist natürlich blöd, weil ich kann leider gar nichts jetzt wieder dazu sagen. Müsst ihr euch jetzt einfach anschauen, was da passiert. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich das echt interessant finde, denn wenn da so viele Möglichkeiten am Start sind, finde ich geil. Also ich mach sowas. Ich habe aber echt Schiss, dass ich das niemals hinkriegen würde.
und mir das alles merken könnte. Denn ihr, die, die sonst normalerweise hier zuschauen, wissen, wie schwierig das für mich ist, immer noch teilweise zu lernen oder so. Ist natürlich auch blöd, ne, dass der Weltranglistenzweite wird wahrscheinlich weit kommen, zum Glück. So, ansonsten hätte man ihn natürlich hier zum Kommentieren gehabt. Fertig! Lief noch besser als gedacht. Ja! Herzlichen Glückwunsch! Das Bracket kannst du übrigens aufrufen. Okay. Ja, okay, weiß ich nicht, keine Ahnung. Smash.gg, die Webseite. Warte. Spielst du mit Joy-Cons? Ja. Smash.gg, genau, da ist es schon. Wahrscheinlich hatte ich das schon mal. Ne? Und dann kannst du links suchen. So. Hallo? Das warten. Oder oben links draufklicken auf das GG. Oder auch nicht. What the fuck? Genau, okay. Nach Kalyptus Cup Essen Run Back. Bist du doch lang, oder? Oder hier. Da unten das. Wo ist hier eigentlich Toilette? Kann ich dir gleich sagen. Okay. Ich will nur Hände waschen, Alter, weil. Hier ist auch am Start. Ja, das ist er. Pocket X unten. Das Bracket. Draufklicken. Auf Bracket. Wo denn? Ach da. Okay. So, und jetzt siehst du, welche Matches laufen. Alles klar. Red. Er sieht mit Smash EG aus. Gar nicht. Okay. Ojo. Er sieht mit Smash EG aus. Ich dachte, du hast nicht so weit. Ist der. Das ist der Ahmed. Ja, der Ahmed ist er jetzt blau? Ja, ich bin jetzt der. Soll ich, oder müssen wir uns wieder umsetzen? Alles gut, dann muss ich nur, ich muss den Namen eben wieder ändern. Okay. Hitch. Ah, ja, okay. Ich wollte nur Kabel. Keine Handbauer, ne? Nö. Hamster und Wodka. Moin übrigens. Komm, Alter, hier spickt wieder die Weep-Characters. Voller Scheiß. Ich lese nur vor, was hier steht. Ich weiß nicht mehr, was es heißt. Falls ihr euch wundert, ne, warum ich so ruhig bin, ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Dann bin ich besser ruhig, ne, und lasst euch in Ruhe gucken. Und guckt selber. Ich
Polizei. This is nice. Das mache ich sogar während sie spielen. Schöne Grüße an euch beide. Jemand, der Ahnung hat. Ja, ich hatte halt kurz mein kurzes Spiel. Wie spielt man gegen Tribuna am besten? Ich muss jetzt gegen noch ein Spiel. Einfach ne, keine Buttons pressen. Spam CA. Okay. Dankeschön, ist besser als... Ja, tu einfach alles, was du nicht gegen mich gemacht hast. So. Okay. Ich habe ihm leider keine Chance gelassen. Habe ich mir fast gedacht. Aber war knapp. Ich hab auch Spaß gesagt, wahrscheinlich haben wir nicht viel von dir. Weil du die ganze Zeit spielen wirst, bis das Turnier vorbei ist wahrscheinlich. Ich hab jetzt meine 1,5 Minuten gebraucht. Normalerweise geht halt ein Set weiter. Wie sieht's eigentlich hier gerade aus? Ich hab keine Ahnung. Gegen hier. Ich geh mal nach den Balken, mehr hab ich nicht. Und ich sag nichts, weil ich will nichts Falsches sagen. Also, ja. Hier ist ein Gardevoir-Spieler. Schon seit früheren, like 1.3, also von der Wii U-Zeit. Gardevoir ist halt ein Charakter, mit dem kann man gut performen. Aber er ist halt nicht so gut. Obwohl er jetzt in Pokémon DX ein paar Buffs bekommen hat. Aber man hat auch gesehen, Ahmed, schöner Punish vom NCA. Hat er schön gemacht. Muss man nicht sagen. Er macht halt extrem schön heute. Auch in den Games davor hat er auch schöne Punishes gemacht. Muss man nicht mal lassen. Im ersten Game war das Steuerung. Uprising Talent. Was? Bestimmt bester Restadero Deutschland, würde ich schon mal sagen. Wir haben leider nicht so viele. Aber kann er den Challenge schon nehmen? Schöner Punish auch von der Attacke. Sieht, ach, schöner Oki-Option. Hat ihn aus der Luft geholt. Hat er den Sprung gecatcht, gefangen. Aber hier sieht man auch Gardevoirs Burst Attack. Sehr stark. Man hat auch gerade gesehen, die Light Armor. Die Attacke hat Gardevoir nichts angehabt, da diese Light Armor ihn beschützt vor Light Attacks. Also alle Attacks, die auf dem Y sind. Und manche, die auch nichts mit sind. Aber es kommt halt immer drauf an. Haben wir auch schön gesehen, die Burst-Attacke macht immer sehr viel Schaden. Ist halt die stärkste Attacke, wenn man die wirklich immer trifft, gut einsetzt, hat man ein Spiel damit halt. Kann man ein Spiel damit umdrehen. Sieht auch schon ein bisschen knapp aus. Ah, sieht man. Ahmed hat gerade den Struggle mit der Attacke. Ich sag das gerade, wo es ein Sauna-Charakter. Und viele Leute haben Probleme damit. Man muss halt wirklich konzentriert und patient, also langsam spielen und halt gucken, dass man nah rankommt und halt nicht von den Projectiles getroffen wird. Also von dem ganzen Zeug, was Gardevoir rausschmeißt. Das ist halt alles wirklich schwer. Okay. Ist halt Übungssache. Man muss halt wissen, wie man so Matchups spielt. Wie man gegen Gardevoir spielt, wie man gegen Ray, also ich müsste mich erstmal mit einem einzigen Charakter irgendwie. Man sollte halt einen Charakter für sich aussuchen. Ist egal eigentlich wie. Gibt's einen, der breiter ist und einen Bart hat? Den nehme ich. Fertig. Moment, glaube ich noch nicht. Lucario. Hallo, Lucario hat Fell, das ist ja kein Bart. Hallo, Brazzle übrigens. Und über Albart. Und lieber Geist, wir haben das tatsächlich schon durchgespielt. Aber wir haben jetzt 313 Stunden im Oktober Zeit, uns was Neues rauszusuchen, um was zusammen zu spielen, mein Guter. Finden wir schon was, keine Sorge. Aber ich wollte das weghaben. Extrem gut gespielt, oder? Er nutzt halt, Restadero hat diese Fähigkeit, wo er halt auf den Gegner zustürmt und dann diesen schönen Wirbelsturm um den Gegner herum macht. Es ist halt wirklich schwer zu punishen. Man muss halt wirklich wissen, was der Gegner tut. Man muss wirklich sehr aufpassen. 1-1 hier, Schlego! Wechsel? Nein, ich wechsle. Warte, ist es 1-1? Ja. Er wird ganz schön knapp hier. Das heißt, derjenige, der jetzt gewinnt und der Verlierer geht von der Verliererrunde. Das ist, glaube ich, die Siegerrunde 2. Das heißt, also, jetzt ist raus. Jetzt ist noch nicht raus. Schlego! Das ist, glaube ich, immer noch Gewinner. Ich glaube. Ja, aber Ahmed hat doch gerade schon gespielt, oder nicht? Ja, aber er hat ja gewonnen gehabt. Ach so, alles klar, okay, ja, natürlich. Das heißt, der Verlierer jetzt von diesem Spiel geht in die Verliererrunde, aber eine Bracket weiter als die von der letzten Runde. Das bedeutet, die Verlierer, die vorhin verloren haben, spielen jetzt gegeneinander. Und der Gewinner von den beiden spielt dann jetzt gegen Hirsch oder Ahmed. Mal schauen, wird bestimmt spannend.
Bisher sind die Spieler nicht schlecht, also für das, was ich bisher so sehe, ist eigentlich alles ziemlich, kann man schon respektieren, was die alle schon gelernt haben und was sie drauf haben. Sam Taylor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sam Taylor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you're speaking English, I honestly, is this DX? It's DX. Yeah, it's DX. So you're right and you're welcome. And fortunately, I don't know the word Klugscheißer in English, so I don't have to translate it. Yeah. No, come on. I would say normally we could talk more with our English viewers, but like this is a German tournament, we have a lot of German viewers, yeah. So I'm really sorry that we could not translate everything we will say or explain for you, but I still hope you enjoy the time. It's so far, it's a great tournament, we have some players who really do a great job with new and old characters. Yeah, so but feel free to ask anything, so you there's nothing wrong with it, and as you can hear, we can talk English too. Yeah. Fuck. Ask your questions, yeah. We will answer them in German and in English if it's an interesting question. Right. Feel free. We are open for everyone. Exactamente. Jetzt haben wir aber auch gerade schön gesehen, dass Ahmed diesen Counter-Attack wirklich gepunished hat. Ich klugscheiße ja noch umgehen, aber das Pokémon ist nicht Resladero. Resladero? Die Sache ist, ich spiele das Spiel auf Englisch. Okay. Also ich habe die ganzen englischen Pokémon im Kopf, also Decidueye, Weavile. Aber jetzt spielen wir auf der deutschen Version mit deutschen Viewern. Ich kenne das. Ich muss halt alles selber übersetzen und ich weiß halt die deutschen Namen selber nicht, weil ich mich mit Pokémon nicht wirklich so mehr alles gut habe. Ich kenne auch bei anderen Spielen. Tut mir wirklich leid. Ach, muss es nicht. Ah. Alter. Klugscheißern, Dumbs Game. Hat schon der Lapdance sieht richtig viel gesagt. Oh, super cool. Ah. Super Punish von dem Grab. Hirsch macht das gerade extrem gut. Er zont halt Resladero. Oh, zont Decidueye sehr gut aus. Da muss ich nochmal nachgucken. Das ist gerade wirklich. Mir entfällt der Name. Sehr. Alles gut. Oh! Extrem guter CR. Ich finde, es ist sehr spannend, denn es gibt Charaktere, die können von ihrem Counter-Attack. Können die Kombos starten. Gardevoir okay. Ist einer dieser Kehre, der sehr viel auf seinen Counter-Attack, naja, die Kombos alle startet, die meisten Kombos sind mit Counter-Attack. Das ist halt ein extrem guter Move. Silvaro. Ja, richtig, das war's, richtig. Silvaro. Resladero war ja ein anderer Charakter. Resladero war dieser kleine Wrestling-Bird. Fällt mir wieder ein, Silvaro. Gefühlt muss ich hier gerade mit 300 Charakteren klarkommen übrigens. Aber es sind ja nur 21. Es sind nur 21. Oh, super Grab. Support, manche Supports haben Endlag, das bedeutet, wenn man die ruft, hat man so einige Zeit, wo man sich nicht bewegen kann. Das heißt, hat jetzt gerade Ahmed wirklich sehr schöne Views. Die Burst Attack ist leider daneben gegangen, da er zu schnell runtergefallen ist. Sehen wir nochmal Gardevoir Attack. Ahmed hat das sehr schön geblockt. Sehr schön gepunished. Im Moment würde ich sagen, Hirsch liegt im Vorteil. Ich würde sogar sagen, ja! Oh! Man hört es auch. Eieiei. Boah, Alter, das war echt ein knappes Spiel, da muss man schon sagen. Da hat man das letzte 50-50 ist zum Glück für Hirsch aufgegangen. Die Sache ist, er ist im Burst, das heißt, er steht die Light Armor. Das heißt, seine Attacke hat die Attacke von Ahmed besiegt, da er nicht im Burst-Mode war. Okay. Also seine Attacke hat weniger Feuer-Ulti. Das heißt, Hirsch besiegt Ahmed, egal welche Frame-Detail, egal welchen Move. Dieser Move ist nicht safe in der Situation. Es war ein guter Versuch. Leider hat er es nicht geschafft. Mal schauen, ob er in der Loser-Runde noch was schafft. Guck mal nicht, dass du deinen Auftritt hier verpasst. Ah, nein, ich muss noch. Oh, ich muss gegen Phil spielen. Ah. Okay, dann muss ich mich, glaube ich, auf den Weg machen. Hm? Ich weiß noch nicht wo. Ah, ich muss oben, da bin ich Phil. Hirsch! Hirsch! Amen! Da ist er wieder weg. Wer sitzt wo? Der holt seinen Controller. Komm gleich, dann such dir einen Platz aus. Guckst du den Preis hier hin? Jojo, erste Reihe Platz. Wo ist die? Mann, ey, war ich einfach zu greedy am Ende.
Dann setz dich so, dass du orange bist. Phil kriegt aber auf jeden Fall Cheers. Schön. Ja, ich muss gucken. Phil! So, wartet. Achso. Phil, kannst du jetzt auf Orange sich setzen? Ja. Das heißt, einmal auf den anderen Stuhl. Das wäre super. Also, du hast Kabel dabei, Phil? Ja, ja, aber es geht jetzt noch so. Echt nicht auch mit dem Spiel? Das ist ja kein Problem. Das ist sogar. Ja, damit du Ausrede hast. Das wäre angenehmer, wenn ich mit beiden Controller spiele. Wenn wir eins nicht haben, hier dann Stress. Genau, wir also, haben Zeit. Wenn das jetzt noch ein, zwei Minuten dauert, dann dauert das halt noch ein, zwei Minuten. Kein Stress. Hier soll jeder sich wohlfühlen und nicht irgendwie. In der ersten Game war die Steuerung anders. Dann spiele ich einfach mit dem. Der wird dir jetzt nur wackeln. Das ist ja edel hier. Los, Phil, don't get perfected. Du weißt ja, wunderschön. Du weißt ja, wunderschön. Entenbot. Oder Entenboot. Phil, get clapped. Deine Viva. Wingtide. Guck mal, Wingtide. Wingtide guckt gerade zu, ne? Wingtide? Ey, ich muss gar schon was machen. Ah. Warte mal, hast du das Controller am Start oder nicht? Ja, oh, mein Freund. Du hast. Okay, ich sehe schon, das wunderbar. Ist ja die Ultra. Du hast schon Leute anstatt die Controller bringen. Ja, guck mal, ich bin hier. Ja, nee, ich hab den ja tauschen lassen. Lass mal hier den eigenen. Junge, hier ist ein Gauner, Alter. Wer hier? Junge, oh, hab hier scheiß Game. Aber war ein geiler Match, oder? Hier ist das. Hier ist das? Das ist mein eigener. Okay. Und war gut, der war geil, die Matches, oder? Ah, wunderbar. Was da rein? So muss das. So muss das. Muss ich da nicht? Hier muss ich da rein? Phil, ich sammle für 25 Euro rein, wenn du gewinnst. Gewinn, Junge! Okay, komm, starten, der Controller ist an. So sei spielst du nicht. Ich sammle für 25 rein, wenn Phil gewinnt. Ja. Go, Phil! Du musst, Bruder, du hast jetzt Motivation. Wink halt für 25 Euro rein sammeln. Alter. Das heißt du gut, Mann. Das ist Quatsch. Ich spiel mal Togekiss, ne? So ein bisschen. Einer meint jetzt. Sind wir ein bisschen. Aber den neuen Jirachi. Ja, Jirachi wäre ein bisschen broken. Dietrich ist so geil. Lapdance Dietrich. Jirachi ist so geil. Ich habe für 3 Jahre 25 Euro, wenn du in jedes Match trotzdem. Aber ich glaube, wir haben falsche Plätze, oder? Ja, ja, oder? Aber was kennen wir? Nee, pass. Wer ist blau? Wo ist blau gerade? Du bist blau. Bin ich jetzt gerade blau? Ja. Okay, alles gut, ist okay. Wer ist denn so. Ich hab keine Ahnung von mir. Wie gesagt, ich bin wieder ruhig, weil ich hab keine Ahnung und guck selber zu. Nee, ich schwör, ich darf es probieren. So. Unser aktuelles Match ist Tosai gegen The Phil. Tosai mit Snebuna am Start, der Film mit Skelabra. Mal irgendwas ist mit. Ey, Steuerung umgestellt, Alter, das ist definitiv nicht. Ja. Schon mal Start. Schon mal auf Kontrolleinstellung. Ja, und anscheinend hat der Film eine neue Steuerung. Das war bei mir auch. Ich wer hat das denn umgestellt, welcher Gauner? Ich weiß nicht. Ich dachte mir so, Alter, ich bin. Ich spiele eigentlich auch immer so, deswegen. Die voll live. Ebene! Ey, die Default ist die beste Steuerung, ey. No perfect, nice to. Oh, jetzt aber echt. Er hat aber Glück gehabt hier. Neues, Alter. Neues, du Gauner. Junge, ich hab mit fucking random Steuerung gespielt, ne? Ja. Jetzt irgendwie ein bisschen. Du hast den ersten Game mal. Tosai benutzt Togekiss als Support. The Phil, Siana. Du hast doch gesehen, wo dein Fahnen noch stand da. Tosai hier gerade. Ja. Tosai liegt gerade leicht hinten. Okay, nevermind, Commentator's Curse. Digi Phil! Oh shit! Der Boy mit dem Kopf.
So, durch Togekiss kann Tosa jetzt ein paar KP heilen und ist jetzt auch ein bisschen schneller. Und Tosa nur noch, okay, jetzt mit 71 AP durch seinen Lim. Ich hab nur pretended. Irgendwas Merlin Egg. Killt das schon? Na, das killt auch noch. Oh mein Gott, das killt sogar. Das ist ein Smasher-Schuh. Das killt? Ging jetzt zu schnell für mich. Ja, das killt. Was für ein Jank-Game. Achso. Aber einfach reinspringen, das ist schon okay. Okay. I'm one not too close by. It was simply an edge. Junge, hier schreit er wieder einen komischen Gale. Und Tosa wieder mit den Limit. Ah, das ist schade für Phil, dass er sein Limit wastet. Und das ist guter Schaden für Tosa. 150. Wahnsinn. Kann The Phil diese Runde noch rausholen? The Phil liegt gerade knapp vorne. Schöner Grab. Oh, 2 KP nur noch mit bei The Phil und Tosa kriegt den Grab. Juhu. Damit steht es 1-0 für Tosa. Nimm Morlord! Morlord? Kann man mal, ja. Zu Zen. Ist play, Alter. Play. Hab ich schön Chip damage? Kann ich schön mehr Pressure? Chip him! Neuer Deal, eine Runde gewinnen und du bekommst nächstes Mal eine Pizza. Also streck dich an. Okay, was? Krieg die Hälfte? Krieg ich die Hälfte? So wird's gemacht. Bisschen die Bracket wicken hier. Look at this damage! Oh. Alter, und der Phil ist schon auf Low Health. Während Tosa noch kein Damage bekommen hat. Wird das ein Perfect? Please, bitte sei es kein Perfect. Ne? Oh mein Gott. Das war schnell jetzt. RIP! Ich hab gar keine Zeit, Morlord einzusetzen, was ist das? RIP, Pipe! Was für ein Gauner, was für ein Gauner bist du? Oh! Oh, RIP! Oh, I suck at life, Jesus! We'll change it up the way! Jetzt kommt die Kombos hier! Legal, kein Perfect! Immerhin kein Perfect dieses Mal! So, beide haben das Limit. Schöner Grab von Liffel. Damit liegt er leicht vorne. Tosa jetzt on low health. Nur noch 23 KP. Und Tosa setzt Morlord ein. 7 KP nur noch für Tosai. Und The Phil jetzt mit dem Burst. Er setzt die Attack ein. Misst die aber leider. Beide jetzt Low Health. Und das gibt's nicht. Er kriegt das Comeback hin. Alter, 7 KP. Oh, 7 KP nur. Schade.
Ah, nein. Und da ist der Phil Squad traurig. Phil, dein Squad leidet mit dir. Hey Jungs, Tose ist broken. Ja. Hab ich nichts zu sagen. Ich musste leider auch schon gegen ihn spielen, ja. Das ist jetzt das Winners Final, richtig? Hirsch. Also, okay, Winners Semis, Bernie Hetero gegen TCL Hirschula. Hirsch muss hier drauf, ne? Und dann Match starten. Genau. Wie viele schauen zu? 24. Ja, nee. Then 2 seconds of this turn. Was das hier ist, das steht. Also was ist... Das sind die angemeldet sind und das sind die nicht angemeldet sind. Das hier, das anzeigt ich, keine Ahnung. Also haben wir 52 Viewer. So ungefähr. Krass. Ein Pokken-Tournament mit 52 Viewer. So, Tosai. Warte mal. Tosai. Wer ist denn jetzt blau? Wer ist Bernie Hetero? Ja, also was schreibe ich jetzt? B-E-R N-I. Ja, das langt, oder? Aber Bernie mit I, oder nicht? Bernie mit I. Und dann Hetero. Ja, ist doch egal. Nee, muss schon Hetero. Muss schon nee, Hetero. Lass doch mal den da nochmal hin. Ah, okay, den Toastei. Lass Toastei kommentieren. Wie kommt man ins Startmenü mit dem Chris, oder? Oder ins Registrierungsmenü? Kannst du auch mit dem Controller zu registrieren? Also, weil ich beide gedacht, der musste zurück. Ihr spielt so. Komplett zurück. Also, jetzt nochmal, jetzt auf Startkampf. Ist nur mal auf dem Bauch? Ist er aktiviert? Er musste, also. Kommt denn jetzt? Ich kann sonst mal einen Pro-Controller holen. Ja, sehr gut. Oder einfach Pro-Controller, der geht dann leichter. Mit den Joy-Cons, die sind einfach. Die Sache ist, mit den Joy-Cons ist immer so schwer zu kalibrieren. Ja, warte, du kannst den ruhig. So, während dieser mit ihrem Controller alles fixe, muss ich ja schon sagen, ich habe ihn gerade schon gelesen, Band 2 Sex on this Tourney. Warum bist du so broken? Aber Phil, ich verstehe, warum du verloren hast. Das ist einfach, ich habe Phil's Stream geschaut, ich habe ihn analysiert und gedownloadet. Ich wäre auch distracted gewesen. Trink hier, ich bin auch überfordert. Ich tu mal hier. Das ist einfach nicht mein Ding. Also, noch nicht. Das ist auf jeden Fall viel zu schnell für mich. Also. Aber hey. ja, keine Ahnung. Irgendwie müssen wir eigentlich connecten können. Ich glaube, die musst du einmal in die Switch rein. Phil? Die Joy-Cons. Mit denen kann man nur stressen. Warte, ich bin connected. Nur stressen. Oh, hast du Connection? Ja. Ah, never mind. Ich hab nur Blödsinn geredet. Connection ist cool. Jetzt sehen wir Bernie gegen Hirsch. Ich kenne Bernie persönlich als Spieler, weil wir bei der Gamescom gegeneinander gespielt haben. Hat er leider. Ist für mich gut ausgegangen damals, habe ich knapp gewonnen. War schon mal so ein spannendes Spiel. Deswegen, um ehrlich zu sein, ich favored Bernie gerade hier ein bisschen. Aber man weiß nie, was Hirsch sich aus der Tasche zieht. Und wie man gesehen hat, beide sind sehr gute Spieler. Könnte schon ein spannendes Spiel werden. Ach geil. Wenn ich nicht falsch bin, der Gewinner spielt, glaube ich, gegen mich. Oder wie sieht das aus? Sag mal, ja. Jetzt ja, der Gewinner spielt gegen mich, ja super. Das heißt, jetzt kann ich schön den Gegner, der gegen dich spielt, schön analysieren. Wie viel Vorteil schon? Nein. Chomlet ist erstmal ein guter Spieler. Mewtwo gegen Gardevoir ist ein gutes Matchup für Mewtwo, würde ich sagen. Oder Gardevoir. Komm doch mal. Michael, wir haben ein schöner Hyperbeam von Bernie. Einfach Hyperbeam ins Gesicht. Was will man mehr? Und noch einen. Wunderschön. Es sieht immer so einfach aus. Es sieht so einfach aus, aber es ist halt...
Die Sache ist, wenn man von der Hyper Beam getroffen wird, das tiltet schon ein bisschen. Das macht einen schon ein bisschen mental durch. Das ist halt so ein riesiger Strahl, der einfach dein ganzes HP wegfetzt. Eieiei. Da sieht man schön Eevee auf Hirsch. Interessant. Das ist ein interessanter Support. Auf Ganon. Persönlich würde ich das nicht empfehlen, aber jedem das seine, ne? Sieht man auch schön. Hier spielt das sehr safe, aber Bernie auch. Beide spielen das sehr und Bernie mit dem Punish. Man sieht halt schon, beide halten halt den Abstand und warten halt bis der Gegner was macht. Bisher hat Bernie halt immer super gepunished. Er sieht das Projectile, er weiß, dass er Hyperbeam kann, bevor das Projectile ihn erreicht, gewinnt den Trade, macht einen 1000 Damage, gewinnt dadurch die erste Runde. Absolut unglaublich. Oh, sieht man. Oh, schöne Kombo. Man hat ja diesen Fire Spin gesehen vom Mewtwo. Diese Attacke ist sehr interessant. Viele Mewtwos nutzen diese Attacke auf dem Wake-Up des Gegners, also wenn der Gegner gerade aufsteht, dann diese Attacke ihn like, dazu zwingt, zu blocken, sodass man schön, schön ein Setup machen kann, schön Combo kann. Da hat man gesehen, fast eine schöne Wall-Combo. Sieht man den Side-Strike vom Mewtwo? Was eine sehr interessante Sache ist, dass ich das sehe. Side-Strike hat zwei Just-Frames. Das heißt, während der Animation kann man zweimal in einem bestimmten Moment drücken, um extra Schaden zu kriegen. Das sieht man daran, dass... Wie kann man an so viel Mist denken, ey? Das ist doch... Das ist alles Übungssache. Die Sache ist, bei Mewtwo sieht man das dann, wenn man den Just Beam trifft, dann kriegt man so ein Leuchten. Dann macht es auch so... Einmal haben wir gesehen, schön von Bernie gemacht, hat den CA wieder mal grandios gepunished. Mit dem Sprung X. Also 1-0 für Bernie. Großartig, Mewtwo. Kann man nicht sagen. Großartig. Mal schauen, Änderungen werden vorgenommen. Kann man alles verändern, zwischendrin einfach? Völlig egal was? Oder? Der Verlierer darf, der Gewinner nicht. Okay. Also man muss das Pokémon behalten, womit man gewonnen hat. Sonst, naja. Okay. Das hat man halt so einen Vorteil. Sonst hätte man ja den gleichen Vorteil wie der Verlierer. Und einfach der Verlierer kann wechseln, damit er halt sieht, es klappt so nicht. Kann er vielleicht einen neuen Support picken, einen neuen Charakter, wenn man sich sicherer fühlt. Okay. Also wie man sieht, jeder ist in seinem Charakter geblieben. Oh, man sieht, hier schon den Support gewechselt. Man hat Vulnona und Schraumagil. Schraumagil, ein sehr starker Support, gibt Attack Buff, ist ein Support, der auf dem Feld nach vorne läuft und den Gegner halt ein bisschen in die Ecke zwingt. Okay. Also mal schauen, wie er damit arbeitet. Nee, der Fabi ist nicht da, der hat es leider nicht geschafft. Sieht man sehr schön, da zum Beispiel das Projectile, also der Laser von Hirsch früher getroffen, also Hyper Beam. Dadurch gewinnt das. Das haben wir auch gesehen, den Fire Punch von YouTube, was ein Move ist, der, wenn man den blockt, kann man ihn grabben. Aber jetzt hat zum Beispiel Hirsch zu früh gegrabt und hat die zweite Hitbox abbekommen und wurde dadurch gepunished. Ist halt alles wieder so eine Situation- und React-Sache. Man muss halt wirklich darauf reagieren, was der Gegner macht. Es ist also nicht einfach nur, du drückst drei Tasten und haust die ganze Zeit und spammst irgendwelche Moves, sondern... Die Sache ist, wenn man wirklich Moves einfach spammt, kann der Gegner darauf reagieren und dich dafür bestrafen. Er kann einfach eine Attacke nehmen, die dagegen gewinnt und eine gute Kombo machen. So wie ich das zum Beispiel gegen Phil gemacht habe. Ich habe gegen Phil hatte ich wenig HP, er hatte noch voll HP, aber er hat seine Burst-Attacke eingesetzt. Okay. Ich war in der Luft, das heißt, ich konnte ihn angreifen, da die Burst-Attacke diese lange Animation hat. Ich habe dadurch das Spiel gewonnen. Sowas kann auch Bernie und Hirsch beide machen. Das heißt, wenn man wirklich sich auf den Gegner einstellt, auf die Attacken einstellt, hat man echt eine unglaubliche Reichweite von Attacken, die man einsetzen kann, von Kombos. Es ist halt immer ein Hin und Zurück, wie man es richtig nimmt. Aber man sieht auch Fabius im Chat. Das ist einer, der ist wahrscheinlich im Moment der beste deutsche Tournament-Spieler. Er war auch jetzt bei der Weltmeisterschaft, hat er die Qualifikation gewonnen, erster Platz. Und ist bei den Worlds, ist er, glaube ich, Top 12 gekommen, was sehr beeindruckend ist. Shoutout to Fabi. Man sieht auch hier ein paar Z-Punchern, eine amerikanische Spielerin, sehr gut befreundet mit der deutschen Community, sehr integriert. You feel free to ask whatever you want in English, because we can speak English, yeah. We try. Actually, no, she's a good friend of mine. Yeah, so I don't have to say anything. Welcome, you're welcome. Man sieht, Bernie mag den Hyper in diesem Matchup. Weiß ich nicht von übel, der hat schon 6 Stück oder so davon getroffen. Ja, man sieht auch, Hyper Beam hat wirklich Chip Damage. Manche Attacken, wenn man die blockt, kriegt man trotzdem Schaden. Zum Beispiel Hyper Beam ist so ein Move, da kriegt man so 20, 30 Chip Damage, was sehr gut ist, denn so viele machen bestimmte Attacken, so viel Damage machen die.
Das heißt, man muss halt wirklich gucken, wie man diese Projectors avoidet, wie man punished. Ist halt, wenn einer das Spiel in der Hand hat, muss man halt wirklich sich sehr anstrengen zu gewinnen. Ist halt wirklich, in ganz vielen Rechten ist wirklich Skill und wirklich Patience und einfach das Aufpassen, das schlaue Spielen, was man auch gerade von Bernie sieht, sehr ausschlaggebend, wer okay. gewinnt oder verliert. Ich finde das gut. Show off your German skills. Oh, da sieht man zum Beispiel der Support. Er ist rausgekommen, hat Bernie aus der Luft geholt und hat seinen Angriff unterbrochen. Jetzt hat gerade Hirsch das Momentum. Er kann jetzt das Spiel gerade bestimmen. Jetzt hat Bernie mal wieder eine Attacke gelandet, die Chip Damage macht. Aber bei Mewtwo ist es auch interessant. Bestimmte Attacken von Mewtwo, die ziehen ihn Synergy ab. Das heißt, er verliert die Burst Synergy, die er während des Spiels bekommt, um stärkere Attacken zu haben. Okay. Was sehr interessant ist, eine sehr interessante Fähigkeit. Das ist ja fast Action-Schach. Ist fast, ja, wenn man so will, ja. Man muss halt wirklich. Also du denkst drei, vier Dinger voraus. Du musst halt bestimmte Variablen einfach erwarten. Oder vielleicht mit denen auch ein bisschen wie, wenn du denkst, ah, er wird mich jetzt grabben und du attackst damit rein. Und du bist richtig, da hast halt dieses schöne Gefühl. Das ist einfach besser. Schön. Aber es ist schon wieder gerade sehr knapp. Wenn diese Burst Attack nicht geblockt wird, kann es spannend werden. Bernie hat gerade 1 HP. Bernie muss jetzt extrem aufpassen, wie er gegen spielt. Und er wurde besiegt. Eieiei. Ist gerade 1-1? Ja. Oh, wir sind ja auf der 1-1. Hat hier echt gut zurückgeholt. Bernie mit der wenig HP hat das Projektile jetzt nicht am Ende geblockt bekommen. Sehr gut gespielt von ihr. Schön Pressure aufgebaut. Soll man sagen. Guter Galvo-Spieler. So. Kann man nicht sagen. Keine Beschwerden. Nur viel Respekt für dich gehabt. Ich kannte nicht viele hier. Ich wusste nicht, welche Erwartungen ich haben muss. Aber so im Moment bin ich extrem positiv bereit. Das ist doch geil. Es ist einfach super. Mal schauen. Okay, also hier bleibt beim Trauma-Gear-Support. Hat ja für ihn super geklappt. Er hat das Game gewonnen. Er hat ein paar Momente gehabt, wo der Support halt wirklich gescheint hat. Immer auch die Field Phase hat hier schon den ersten Hit gelandet. Kriegt er die ganze Zeit die Hits rein. Man sieht ja schon, Bernie hat schon eine Menge HP verloren. Gardevoir, wenn man mit Gardevoir trifft, dann trifft man richtig. Okay. Ah, jetzt sind wir in der Dual Phase. Bernie muss jetzt sich konzentrieren, schauen, hat er den Grab bekommen? Wunderbar. Guter Read. Fast ausgeglichen. Jetzt hat Bernie diesen Fire Spin, kriegt den Hyperbeam rein, alles wieder ausgeglichen. Wunderbar gespielt. Da hat er das Spiel halt wieder einfach zurückgenommen. Ah, super. Hat man gesehen, Gardevoir hat mit dem Move die Glow Stance. Das heißt, man ist unten auf dem Boden. Manche Charaktere können das machen und manche können Attacken damit ausweichen. Zum Beispiel der Hyperbeam, der trifft auf der mittleren Ebene und der höheren Ebene. Das heißt, wenn man sich mit Gardevoir hinkniet, dann trifft er eigentlich. Okay. So kann man auch dagegen spielen und auch punishen. Ist aber auch eine. Muss man aber auch dann auch eine Mentality haben, dass man wirklich sagt, ich blocke jetzt nicht, ich werde mich jetzt hinsetzen. Das ist dann schon wieder so ein Punkt, da haben viele Probleme. Und man sieht halt, eine Attacke muss ich blocken. Das hat alles Lernen gemacht. Aber Hirsch macht das gerade ganz gut. Und im ersten Game hat Bernie klar dominiert, aber jetzt holt Hirsch das zurück. Super Fire Punch, guter Punish auf Gardevoirs Move. Ich weiß gar nicht, es geht einfach hin und zurück. Ich weiß gar nicht, wer hier gerade den Vorteil hat. Faszinierend. Denk an die Pizza. Oh, super Grab Punish, wunderbar. Hier ist immer noch gerade im Burst Mode. Bisher haben wir Mewtwo noch nicht einmal im Synergy Burst gesehen. Was daran liegt, dass. Oh, das ist die Burst Attacke. Hat Bernie gut geblockt. Punish den Move. Wunderbar. Mal schauen, was jetzt passiert. Ah, der CL trifft. Wunderbar. 50-50 jetzt gerade. Jeder hat dieselbe HP. Super Punish von Bernie. Kriegt leider nicht den. Oh, kriegt sogar den Psy Strike. Wegen dem Support Call. Ich dachte, Exhaust Frames. Wenn man aus dem Burst rausgeht, hat man Exhaust Frames. Das heißt, man hat dann 8 Frames, in denen man unverwundbar ist. Das heißt, jetzt hätte Hirsch das Block, also die Attacke blocken können, weil er aus diesen Exhaust Frames rausgekommen ist. Aber er hat sich für den Support Call entschieden und wird dafür gepunished. Man callt Supports nicht in den Gegner ins Gesicht, weil es ist halt sehr risikoreich. Wenn der Gegner darauf reagiert, dann hat man halt einen Nachteil. Im Moment ist Hirsch 10 HP, würde ich wenden, Bernie mit 280 HP deutlich in der Führung. Und holt mit dem Psycut Gardevoir aus der Luft. Gut gespielt, schöne Runde, kann man nicht sagen. Jetzt ist es 1-1. Letzte Runde, jetzt wird's spannend. Derjenige, der jetzt gewinnt das Spiel. Gewinnt das Set und hat die Ehre, gegen mich zu spielen.
Golona, interessant. Man sieht jetzt auch endlich mal Mewtwo's Burst-Attacke. Haben wir bisher noch nicht gesehen in 5 Runden. Sieh mal, wie selten die Attacke ist. Oh! Jetzt sieht man, Mewtwo hat eine der besten und stärksten Burst-Attacken im Spiel. Und da ist jetzt ein kritischer Move machen mit dem Chest. Ich erwarte jetzt schon 300 Damage. Das ist achten mal auf hier ist HP. Unglaublich weg damit. So dumm, 300 HP weg. Das wird irgendwie unfair. Es ist unfair, aber Hirsch hat einfach nicht wirklich. Hat Counter-Attack. Und Bernie hat halt gepunished. Mewtwo kriegt halt sein Burst-Mode sehr, sehr selten. Gardevoir kriegt ihn aber schneller. Das heißt, es ist halt schon wieder ausgeglichen, wie viel Damage ein Charakter mit Burst-Mode macht und wie viel weniger oder mehr. Kommt halt drauf an. Desto mehr Schaden du machst, desto länger braucht er zum Laden. Desto weniger Damage, desto kürzer hast du den. Es hat alles ausgeglichen. Oh, sehen wir vorbei. Bernie hat das Spiel gewonnen. Gut gespielt. Also ich fand es auf jeden Fall voll knapp, bis auf die letzte Runde. War auch sehr also zumindest das so wie ich. Ich habe ja keine Ahnung. Jetzt muss ich glaube ich Bernie spielen. Bernie, bist du bereit? Ist schon. Ja, wir beide. Winner Finals. Müsst ihr Winner Finals sein? Winner's Final, so, okay. Gucken wir mal. Ist das Single Elimination? Double. Oh, Double, geil. Das heißt Best of Five? Machen wir jetzt Best of Five? Das ist, glaube ich, Best of Five. Englisch? Ja. Du sagst, du musst es ja kommen, ne? Ich darf den Pokémon einfach gewinnen. Nee. Weißt du, ich habe den Pokémon bisher nicht gekauft, weil ich selbst davon ausgegangen bin, dass ich gewinne. Ich hab das Spiel, also. Ja. Achso. Okay. Best of Five, Alter. Gut. Ja, Trinchen, da hast du recht. Ich könnte auch gar nicht mithalten irgendwie, also nicht mal ansatzweise. Ich fand's wirklich knapp. Es geht gleich weiter. Ich denke mal, jemand nur auf ihren Controller. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Gleich. Ich.
Ah, okay. Ah. So, so. Insofern nutzt es schon früh gegen Toaster, ja. Meinst du, kannst du auch löser Runway machen, oder nicht? Ja, mach ich auch, aber. Was hast du denn gemacht? Ich hab Second Seed. Was Second Seed? Ach nee, du hast Third. Third Seed, weil werden die. Ja, da werden die ja werden die zu rechnen. Wunderbar. Das darf ich ja nicht wieder spielen. Ja, wenn du jetzt einfach da sitzen bleibst, wo du gerade warst, dann muss ich hier auch nichts wieder umstellen und so. Die Sache ist total ein Kabel. Mir ist es total wurscht, nur sagt mir dann jetzt vorher Bescheid. Sag, nein, nein, ey, ohne Witz, sag mir einfach Bescheid, nur ich will. Also wer ist jetzt blau, wer ist jetzt orange? Ich bin blau, wer ist orange? Ja. Gut, dann muss ich eben die Bilder umstellen, warte. Das ist mal der Kampf, das ist nicht ganz so cool. Kameraden! Ja, Phil, ich bin gestorben, als ich das in einem Stream gesehen habe. Ja? Mit den Carpadorn, Alter, was war das? Carpador Klassenkameraden. Ja, was ist das? Carpador Klassentreffen, sowas. Das ist absolut. Warum? Wo ist das Bild hin? Ja? Du hast halt schon wieder, oder? Du hast halt gewinnen. Danny, hast du einfach die Controller mal so auf dem Home? Also, wir alle sind beteiligt. Ich bin ja noch nicht connected. Ja. Ich habe jetzt den Sync-Knopf gedrückt, aber ich glaube, ich habe den wohl nicht richtig getroffen. Wenn irgendeiner von uns das Pockenspiel gewinnt, müssen wir das Achmed geben, weil er sich dann das Switch holt und dann teilt er das mit dir. Papa, warum soll ich echt Pocken hier gewinnen? Ich hab's nicht gekauft. Switch auch auf. Hä, warum? Was ist denn Werbung gewinnen? Ich wollte es hier gewinnen. Hätte er einfach mal auf ein paar Knöpfe warten. Ja, nee, tut sich nicht. Der sucht halt, weil ich auf Sync gedrückt hab. Oh, wir können hier in die. Ich kann's auch nicht mehr. Aber ich kann hier mal nicht mehr. Aber niemand, oder? Ja, kannst du mit Joy passen? Aber jetzt kann ich auch machen. Das kann ich auch. Ich hab mir einfach. Hä? Habt ihr jetzt schon wieder getauscht? Was ist jetzt passiert? Wir suchen gerade Bernies Controller. Moment, da muss ich es nochmal umstellen. Also. Er sitzt falsch. Ich glaube, ich muss sowas machen. Also tausche ich jetzt die Bilder. Nochmal. Zurück. Warum? Naja, weil ihr jetzt wieder andersrum seid. Oh, nee, ich hab nur gerade. Oder muss ich jetzt drücken? Wie sieht's denn jetzt aus? Naja, du bist jetzt orange. Bin ich orange? Eigentlich soll ich blau sein. So. Xbox wird doch so intern geschossen. Ja, also, so, da musst du jetzt schießen. Kannst du direkt machen. Dann auf. Ich verstehe immer noch nicht, was so schwierig ist. Und jetzt wird er eigentlich gefunden. Wir spielen gerade, ne? Ja. Jetzt passt. Passt jetzt oder passt jetzt nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Aber warte nochmal eben. Die Cam ist asynchron, bevor ihr jetzt irgendwie was macht. Also Leute, ich habe keine Ahnung, wer wo sitzt. Es tut mir leid. Ich weiß es nicht mehr. Es ist alles durcheinander. Es tut mir leid. Obwohl ich bin Player 2. Nee, ist schon richtig. Wir müssen kommen. Aber wir machen es einfach so. Dann hast du keine Arbeit. Dann ist alles gut. Nee, jetzt war's doch. War's jetzt richtig? Wo ist das Problem jetzt? Ich verstehe das nicht. Also es ist nicht nur so, dass ihr immer tauscht, sondern ihr tauscht auch die Dinger und dann ist alles. Also wer ist jetzt. Wer ist was? Hilfe! Also ich bin Spieler 2, jetzt orange bin ich jetzt. Bernie ist jetzt gerade Spieler 1 blau, genau. Verstehst du? Wir müssen jetzt gleich eben mal steuern. Also muss ich jetzt nochmal alles zurücktauschen. Alles klar. Also. Wir können ein kleines bisschen warten, dass wir fertig sind.
Ich verstehe das nicht. So, einmal dahin. Einmal dahin. Einmal dahin. Die Bilder müssen getauscht werden, aber dann müssen die Namen nicht getauscht werden, richtig? So, fertig. Oh, das ist aufregend. Okay. Klasse Job, Olli. Dietrich, Schnauze. Hey, was meinst du denn, Demas? Ich hab nichts. Du musst jetzt ein Stückchen nach links, weil ansonsten sieht man dich nicht. Oh, absteigen. Wo bist du? Perfekt. Wappen hin und her, ne? Wäre ja auch sonst zu einfach. ZL machen das dann. Ich kann nochmal mit dem Handy teilen. Was? Ich muss jetzt nicht meine Beine auf. Ja. Okay, dann. Also. Oder ich müsste meine Kontrolle vielleicht bleiben. Okay, sag's nochmal. Okay. Jetzt bin ich selber neugierig. Von deinem gerade einen Pokémon-Verlag mitgenommen? Ah, weil, war meiner. Hä? War auch meiner. Aber bist du sicher? Ja. Weil der Typ meint, das wäre nicht seiner gewesen. Er spielt zwei Pokémon. Er kennt einmal den mit dem Leon dran, das ist der Typ davon, und einmal den. Okay. Ich auch nicht. Er hat es dann gemacht. Also nochmal, ne? Ich bin hier nicht der langweiligste Kerl ever, aber ich kann dazu nichts sagen, dann bin ich besser lieber ruhig und guck mir das selber an und versuche irgendwie was zu lernen. Yes.
Ich fühle mich so nackt, ich kann überhaupt nichts dazu sagen. Hey. Will denn keiner von euch irgendwas dazu sagen? Ich meine, Phil ist ja genau. Ich mache den ja. Eben. Kann der ein Twitch-Livestreamer sein, der Phil, wenn er nicht kommentieren will, beim Twitch? Junge, ich hab frei gerade. Nein, ich bin nur am Start. Du hast Loser Bracket. So, Freunde. Ich sehe ein paar von meinen Leuten im Chat, das ist ja, cool. Ja, eben. In dem Sinne. Eben. Das ist jetzt ein BO3. Tosei führt derzeit 2-0. Bernie gegen Tosei. Bernie ist auch sehr gut unterwegs im Pocken. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch, sagt der Ahmed. Aber ich seh das nicht so. Ja, bis jetzt lässt Tosei ihn relativ alt aussehen. Der Junge ist momentan in der Weltrangliste in der Ladder online auf Platz 2 unterwegs. Also, großen Respekt. Ich habe ja auch schon kassiert gegen ihn. Warte gerade im Losers Bracket. Und ja, sehen wir mal, was die beiden hier in Game 3 bringen. Ob Bernie hier das Comeback... Oh, wir sehen einen Character Switch von ihm. Wir haben jetzt Silvaro am Start. Das ist einer der neuen Charaktere in Pokken DX. Und ja, mal sehen, ob das seine Antwort hier sein wird auf Toseis Nibuna. Das ist einfach extrem gut hier aussieht. Hat auch direkt wieder die erste String draußen. Drittel von Bernies Health ist bereits weg. Ist wieder Wall-Combo. Sieht gar nicht gut aus hier in der ersten Runde von Game 3. So, hier bekommt er ein paar... Okay. Toaster jetzt in Burst-Mode. Aktiviert Burst und kriegt ihn auch. Und das wird Runde 1 direkt sein. Das kann hier Silvaro nicht mehr überleben. Runde 1 geht an Toaster dementsprechend auch. Okay, Spieler picken ihre Supports. Das kann hier schon die letzte Runde sein, wenn Toaster das hier holt. So. Dual Face ist aktiv. Er wird hier wieder Wall-Comboed. Jungs, ich sage euch was, der Toaster ist einfach Maschine. Ja, gute Aerial-Kombos ist hier gerade von Bernie. Jetzt geht er hier in Burst. Er kann das hier holen vielleicht. Wird gut geschildet soweit. Jetzt geht allerdings auch Toaster in Burst-Mode. Jetzt ist natürlich die Frage, wer landet seinen Burst-Attack hier? Das kann hier ausschlaggebend sein für diese Runde. Oh, oh, das wird hier ganz eng. Wird geschildet von Toaster. Und jetzt kann hier Bernie nochmal rauskommen mit ein paar Grabs. Tiefschlag kommt.
Das war sehr, sehr gut. Glückwunsch an Toastay, souverän 3-0 runtergespielt. Bitteschön! Ja, sehr, sehr gut. Das war's schon? Das war's. Ich dachte, die gehen jetzt länger, die Matches. Ja, nicht, ja, wenn, nicht wenn einer von beiden so hart kassiert. Okay. Ey, sorry, ich kann nicht. Was soll ich dazu sagen, Mann? Also, das ist vollkommen in Ordnung. Ich streame das Spiel auch selber, also eigentlich bin ich wirklich, ich war nur faul. Ich war wirklich nur faul. Vielen, vielen Dank. Ich kann auch sitzen bleiben jetzt. Find das halt blöd für die Leute, wenn das ist ich sag halt nichts. Normalerweise komme ich aus dem Quatschen nicht raus. Ja, ja. Aber ich kann das ist in Ordnung. Ich kann das auch nachvollziehen, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Eben, aber weißt du, dann bin ich lieber ruhig, als dass ich über einen Salat erzähle oder über das Wetter, weil dann wollen die Leute ja nicht hören. Ja. Ja, 3-0. Wie gesagt, ich warte auch noch im Losers Bracket. Ja, mal sehen, ob es wieder darauf hinausläuft, dass ich gegen Bernie muss. Yeah. Ja, ich muss erstmal gegen Ahmed oder Bojo spielen. Sollte ich das gewinnen, wartet Laszlo oder Hirschulat. Hirschulat hatte ja ein relativ relativ knappes Set gegen Bernie. Was mich überrascht hat im Winners Bracket. Hat sich gut geschlagen. Ihr müsst wissen, Bernie ist so ein Nemesis von mir. Damals auf dem Turnier in PPT habe ich einen zweiten Platz gemacht und Bernie hat ihn mir streitig gemacht. Ja, wenn Ahmed sein Set jetzt gewinnt, muss ich gegen Ahmed neu. Ich weiß nicht, was wir als nächstes auf dem Stream haben werden. Das war jetzt nämlich das schon das... Ich weiß nicht, ob es das Winners Final war schon. Dann müssen wir Hirsch fragen, der ist der Organisator von dem Ganzen. Der hat mich erstmal das ganze Winner Bracket laufen lassen auf dem Stream. Und jetzt steht's dann. Es geht's wahrscheinlich erstmal im Loser Bracket weiter. Ich fürchte, wir stehen jetzt so ein bisschen ohne Game erstmal da, weil wir warten müssen. Ja, wir können auch Pause mal nehmen, also so ist es nicht. Ich müsste sowieso. Wie gesagt, sicher weiß ich das nicht, weil ich nicht hier in der Orga bin, aber es sieht mir stark dann. Wenn du nochmal aufs Bracket schaltest, kurz bei uns. Aber klar. Ja, wir haben. Hirsch gegen Laszlo könnte man auf dem Stream zeigen, theoretisch noch. Die müssen dann auch sich hierher bewegen, beziehungsweise... Laszlo, du spielst gegen Hirsch, ne? Mhm. Könnte man theoretisch auf dem Stream machen, aber frag Hirsch das. Ja, hab ich ihn. Okay. Hm? Ja, dann könnt ihr das machen. Bist du dann auch, jetzt orange? Guter, mein Guter. Ich weiß es auch nicht. Sonst muss ich wieder hin und her schieben. Eine meiner Lieblings. Blau, dann setze ich mich mal rechts. Das ist gut. Halli, hallo! Why hello there, Hirsch. Why hello there. I am file, I like long big streams. I'm a super, super file, I like long big streams. Hirsch, bester Mann. Nee, das ist so richtig. Laszlo, wie Laszlo? Nee, mit Z. L-A-Z-L-O. Und Laszlo war mein Name. Warum? Du weißt ja, was du tust, ja. Ich weiß, was ich tue. Kann ich mal eben kurz nach oben? Mach das. So, mein Freund. Wir haben hier zwei Subs von mir, die sich hier beefen werden. Hirsch gegen Laszlo. So, charaktertechnisch. Wenn wir hier Gardevoir gegen. Wir werden Gardevoir gegen. Ihr sitzt falsch übrigens. Oder ich muss hier die Maus ergreifen und das wechseln. Soll ich das machen? Oder wollt ihr euch umsetzen, Freunde? Junge, das ist hier komplizierter, als es sein müsste, muss ich sagen. Aber wir regeln das. Ist egal. Oh Mann. Das sehen wir gleich, Dietrich. Why the fuck though? What the fuck? Das kannst aufstecken gehen. Okay, Laszlo ist blau. Nein. Oder auch nicht. Warte, wir müssen die. Wollen noch mal? Nee, leider nicht. War wie Bunkel, Alter. Ich will nicht rechts sein, Alter. Achso. Muss ich spielen? Weißt du, wenn ich rechts bin, dann nennen die Leute mich ein Nazi. Hey, beruhigt. Okay, Laszlo ist blau, hoffe ich. Du kannst gegen links spielen. Okay, ich muss spielen, Junge. Du zeigst gegen? Ja? Du zeigst? 3-0. 3-0? Ich muss aber meine Steuerung ändern. Boah! Der Herr hat eine eigene Steuerung.
Du musst gegen Bojo. Spiel gegen Bunkel. Ja, aber du musst kommentieren. Oh Mann. So, also Charakter-Matchup, wenn wir hier Rutena von Laszlo sehen. Und von hier stellen wir Gardevoir. Das sind beides relativ projektillastige Charaktere. Das heißt, wir werden hier vielleicht sehr viel Field Face sehen. Ja, sehr viel Projektile, die auf den Gegner geschossen werden. Also geht dann so ein bisschen mehr in Richtung Shooter als in Fighting Game. Nein, aber die Field Face ist hier wahrscheinlich relativ ausschlaggebend. Wer hier die ersten Projektile landet, ist auf jeden Fall im Vorteil. Ja, und Laszlo ist richtig professionell unterwegs hier mit seinem eigenen Controller-Setup. Ich bin zwar der Meinung, dass das Default-Control-Setup absolut großartig ist und keine Veränderung braucht, aber das geht mich auch nichts an, was der Laszlo hier macht. Die ersten Projektile werden auf jeden Fall gelandet von Hirsch hier erstmal. Hat hier den Live-Lead. Und ja, momentan, okay, er kriegt einen Boomerang raus. Ich nenne den Move jetzt einfach mal Boomerang. Der Move, wo Rutena ihren Zauberstab wirft und zurückholt. Momentan, wie gesagt, noch keine Dual Phase. Jetzt wird sie initiated. Entschuldigt mein Denglisch, liebe Freunde. Aber das passt. Oh, schön! Wenn ich jetzt wüsste, wie die ganzen Moves heißen, liebe Freunde. Ich bin allein, ich muss aber auch spielen, das heißt, du kannst mich ablösen, theoretisch. Alles klar. Machen wir so, ne? Tosei, die Maschine, wird jetzt übernehmen und ich geh zocken. Tschüss. Viel Spaß, Glück. Gut Glück. Gut Glück. Ich hab die letzten. Mal schauen, was hier so los ist. Hallo Chat, wie geht es euch? Wo ist der Graume? Ah, wohl, 31 vs. Fairy. Nice question. Lab Dance, die da, weiß mal wieder Bescheid. Olli, der holt sich gerade, glaube ich, was zu essen oder so. Hat er irgendwas vor? Der kommt bestimmt so in 1-2 Minuten wieder, keine Sorge. Euer Boy kommt selber. Ah, mir geht's super, danke für die Nachfrage. Aber erstmal wieder aufs Spiel zurück. Hirsch gegen Laszlo, mein Gott. Ich hab's auch heute mit mir. Laszlo, Montera-Spieler. Nicht schlecht, er macht halt gute Sachen, aber dann passiert sowas. Sein Attacke wurde leider von der Burst gestufft. Herr Dieter, lern lesen. Na, okay, ich kann nicht lesen. Ach, so viel? Okay. Schöne Burst-Attacke, viel Damage. Hier spielt das souverän. Ja! Oh, schöner Dodge bei der Burst-Attack. Sehr interessant. Hier ist outzoned. Laszlo gerade sehr stark. Guter Counter-Attack. Combo Drop leider. Oh. CA wurde gestufft. Schöne Controller-Akrobatik von Hirsch. 10 out of 10. Sieht man leider nicht auf der Cam, because... Darum... Dir den Dieter an. So. Im Moment sind noch 6 Spieler im Tourney. 5 Spieler. Na, 6 Spieler, richtig. 6 Spieler sind noch im Tourney. Der Phil, der Bojo, Hirsch und Laszlo. Wir sind gerade in der Loser-Runde. Das heißt, der Verlierer dieser Spiele fliegt raus. Eieiei. Raus aus der Luka. Fliege raus. Warte, Moosa ist nur O2 gegangen? Ach du Schande, nee. Moosa hat vorfated, weil der Smash Bracket spielt. Ah, unlucky. Der junge Gott konnte nicht spielen. Hidden Boss? When is Hidden Boss today? When will it start, Courtney? Maybe I'm like home in like probably 2 hours or so, if not earlier, if not later, who knows. But like, I guess it's the NA tourney, so it will like start like really late, right? Oh, sehr schön Zoning. Der Boomerang wird gepunished vom Gardevoirs Dunsling Gleaming. Guter Ship Damage, gute Pressure. Ah, leider Laszlo mit dem Feuerspin wurde gepunished von CA. Unsafe auf der Distance. Support Call. Oh, guter Call von Laszlo. Hat den Grab gecallt. Gut gepunished. Macht den Damage. Guter Reset. Half HP gone. Laszlo spielt das gerade sehr gut. Aber hier, ich versuche mit den Air Abilities ein bisschen aus dem Ruder zu kriegen. Super Punish. Mal schauen. Oh, der CA trifft. Wird die Combo? Ah, er macht keine Combo. Web Reset. Tötet dann Laszlo. Erste Runde geht zu Hirsch. Mal schauen, wie er davon wieder recovered.
Start das Match, ne? Call just the NA time in a note. Oh, da hat jemand Struggle mit den Anti-Moves. Sehr schön gespielt, man sieht auch wieder schön. Counter-Attack beats normal Attacks. Also Kinder, attack nicht in einen Counter-Attack rein, das schadet euch nur. Findet keiner gut. Am besten Counter-Attacks nur einsetzen, wenn ihr wisst, dass der Gegner reinattacken wird. Grabben nur, wenn ihr wisst, dass der Gegner punisht. Use eure Pulse zum Punish. Button pressen ist nicht so gut, sieht man gerade schön. Hirsch mit dem Burst-Attack. Oh. Grabbt den Burst-Mode und gewinnt das Set. Oh mein Gott. Egal, kannst mich Hirsch nennen. Hirsch. Young God. Ich bin zufrieden. Hab mein Ziel. Du bist doch Top 6 gekommen. Mhm. So gut. Hast dein Ziel ja fast erreicht eigentlich. Ha? Mhm. Fast erreicht. Ja, ich bin im Moment sehr zufrieden. Okay, ich habe leider noch nicht eine Runde verloren. Ich bin ein bisschen depressed eigentlich. Kann keine Empathie sein. LOL German. Hello Puppyabog, how are you doing? Was schreibt der Chat so? Wir haben hier gerade zwei NA-Spieler. Einmal Puppyabog, Best Garcham NA. Und sie punchern Suicune-Spieler vom North America. For example, Puppyabog, Best Garcham. He trained with me like the matchup. Nice. He showed me the character. I play Garcham good because of him. Ich habe alles von ihm gelernt, was von den Charakter angeht. That's pretty nice. Greetings, Garth. Yeah. Shout out to my boy Puppyabog. Ach, ich muss noch eintragen. Er ist ein so nasser Sack. Ich nenne Papi immer meinen Dad, weil der 26 ist. Das heißt, ich muss wahrscheinlich als nächstes gegen den Gewinner von Bojo und der Phil. Ja. Wahrscheinlich. Oh, Bojo ist das Phil. Bojo, Glebunkel. Bojo ist eigentlich ziemlich gut gerade. Bojo ist. Der macht, ist auch einer von denen, die Erfahrung haben. Sein Glebunkel macht ziemlich guten Schaden. Der hat die Kombos drauf. Muss man hier lassen. Ah, Phil wird ein bisschen zurück. Obwohl, Phils Projectiles mit Channelo sind besser als Glebunkes. Das heißt, er kann gewinnen, wenn er halt macht. Bei Losers, ab wann ist BO5 in Losers? Losers Final. Okay. Also in zwei Games? Boy! Ja. Null, my dad. Lul. Willst du lange noch mitspielen? Immerhin besser geplaced als Ahmed. Er muss. Oh, die Shots, Alter! Das macht immer, trotzdem habe ich deine Routine. Er könnte ja ein bisschen trainieren, so, damit, okay. Damit hier schlecht bereit ist für den Phil. Are you already calling the winner, Lul? Can I get a Feels Batman for Fallen Camerades? Feels Batman. Ahmed de Laszlo. Das ist Neues, sagt Ahmed, ist besser als Laszlo. Willst du was dazu sagen? Ja. Ja, okay, wir können nach dem Turnier ein Match machen. Ah, okay, sie machen nach dem Turnier ein Match. Seid ihr bereit, Boys? By the way, your boy Chusex didn't lost a single round in this turn so far. Can we keep that up? Yes or no? You will decide. See you later. But now we see some crazy games between Hirsch and Laszlo. Both are playing some friendly matches because the set that is going on right now is on a different setup of the stream. So I have to wait for that to finish. No, like, gets a clean haircut. I see the Feels Batman. Feels Yoshi Man, best disco emote in you. Guter Grab. Wunderbar. Wo bleibt eigentlich der Olli? Der lässt sich aber Zeit mit seinem Essen. Wunderschöner Counter-Attack. Wunderschön. Eigentlich gewinnt Roterra das Matchup, aber wie man sieht, sieht man nix. Du musst diesen Feuerball in die Luft werfen, wenn hier springt. Damit kann das nicht! Das ist, glaube ich, zurück Y, also zurück Y. Aber nur in Field Phase. English commentary is just so good as the German, hell yeah. You know me, you gotta stay fresh with both language. To all our NA and German users, viewer, whatever. Willkommen, welcome. I hope you enjoyed this game so far. We will go into loser finals after the set that is currently played off stream is finished. Also wir werden loser finals spielen, wenn das Set, was gerade gespielt wird, off stream fertig ist.
Dann werden wir sehen, Hirsch, der gerade Gardevoir im Stream spielt, gegen The Phil, ein Chandelure-Spieler, oder Bojo, ein wirklich sehr guter deutscher Glibunkel-Spieler. Hirsch, weil Phil kommt jetzt ja gegen mich. Ah, ja, warum? Ja. Okay, we just got the info that Phil won the game versus Bojo. That means we have Chandelure versus Gardevoir. So Phil versus Hirsch will be an interesting game. Ja, wir machen noch schnell. Friendlies? Ja. Alright, alright. Gordon, you don't know something. Stop lying, woman. Eieiei. Olli! Du wirst schon vermisst! Der Rest jetzt auch. Wir haben hier auf jeden Fall Sauerstoff in diesem Raum. Das ist auch ein Thema, ne? Unfassbar, was da. Ja, so ein schön offenes Fenster kann Wunder bewegen. Fangen wir so einen schönen kühlen Regenwetter, da kommt immer so eine schöne kalte Brise. Ah, wunderbar. Hello, this is Kyle. Ich glaube, die spielen noch. Wir sind gerade im Stream sehr bekannte Leute. Wir haben gerade zum Beispiel Papi Havoc gehabt. Okay. Bester Gartschamp-Spieler, also Knackerspieler in Amerika. Der hat mir viel beigebracht, ich hab viel mit dem gelernt. Der ist so, wegen ihm habe ich so richtig viel Erfahrung. Okay. Er hat mir echt weitergeholfen. Okay, but you speak English, so no problem for you, right? Yeah. Good. So lächerlich, Peter. Oh. Wie steht's denn? Ich muss gerade mal probieren. Das sind, Freundschaftsspiele. Das ist so, weil Hirsch hat gerade schon gewonnen gehabt. Und jetzt haben wir gewartet, bis Phil gegen seinen Gegner, also Phil gegen Bojo spielt. Okay. Phil hat jetzt gewonnen. Das heißt, wir sehen jetzt Phil gegen Hirsch. Okay, okay, dann warten wir jetzt mal, wer wo sitzt und wer blau und wer orange ist, weil sonst das geht Phil, ja nicht. Phil wird blau sein. Ich bin schon blau, also. Ja, müssen wir nur nah werden. Oh Gott, das ist so schlecht. Oh, an sowas muss man sich gewöhnen, wenn man nur das Smash anlegt. An Cringe? An Cringe, ja. Voll an Cringe. Ben, du musst gegen passt. Den Gegner gewinnen. Also, ich mach nichts mehr. Ich bewege mich nicht mehr. Du musst alles auf den Weg. Ich schreibe zum wir sind eigentlich ganz gut dabei die ganze Zeit. Ja. Schön, dass das ein deutsches Turnier, was so kurz vor sich angesagt ist, wirklich so viel Support in meinem Twitch-Blog. Hatte 31 Euro. Kann man nicht meckern. Nee, es muss. Also, ich verstehe dieses Programm immer noch nicht richtig. Ja. Aber soweit ich weiß, sind das die, die angemeldet sind bei Twitch, und das sind die, die nicht angemeldet sind, die einfach, also richtig. Einfach zuschauen. Das heißt, du musst eigentlich die beiden Sachen zusammenrechnen. Und hier bei Twitch zeigen wir. Wir haben drei Leute, die nicht angemeldet sind. Aber hier hast du auch schön die Viewerliste. Zum Beispiel Seepunchern, amerikanischer Spieler, sehr nett. Wingtide, deutscher Knackhack-Spieler, sehr gut. Wen kenne ich denn noch hier? SSJ Luffy, super Blaziken-Spieler. Also, es ist auch egal, ich finde die Zahl trotzdem geil. Völlig egal. Wir haben super Leute dabei. Wir haben BMX, ein amerikanischer Top-Spieler. Der ist halt immer dabei. BMX ist einer, der hat wirklich viele Charaktere, der ist ein extrem guter Player. Shoutout to BMX. So we start actually having English streams in the next month, because someone working here is actually from New York City. So we'll do that. Gerade schöner CA, Lapdance-Dietrich, kennt jeder, da muss man nicht shoutouten. Der Name ist Programm. Ja. Ich mag den Namen, ich finde den Namen so. Man sieht sehr schön, Phil spielt dieses Matchup gerade sehr gut. Er hat gerade diesen Hex getaggt, also diesen langen, wirklich langen Grab, den Chandler hat, den man gerade nochmal in der Wiederholung gesehen hat. Und benutzt auch sehr gut seinen Jump-Laser, also seinen JA, um auch wirklich die ganzen Moves von Chandelure zu punishen. Er kann halt Jump-Laser machen, dodged aus, hat jetzt sogar noch den Crit bekommen, weil der Grab rauskam, hat damit die erste Runde gewonnen. Super. Also für jemanden, der das Spiel nicht kennt und für den das echt schwierig ist zu verstehen, ist es manchmal sieht es total ausgeglichen aus. Man sieht halt, und ab und zu ist es so, der macht einmal so und der andere ist tot. Von 0 auf 100 hat einer 300 HP weniger. Ja, aber warum? Weil es ist halt... Es sind halt immer, jetzt zum Beispiel, hin und her, Phil hat eine gute Combo gelandet und da muss man warten. Phil hat jetzt eine Combo gelandet in seinem Grab, plus Grab, hat Hälfte Leben gemacht. Jetzt hat zum Beispiel hier schon einen kleinen bisschen Damage gemacht mit seinem Laser. Phil dominiert gerade diese Runde sehr stark, kriegt gute Kombos. Jetzt haben wir die Burst-Attacke. Jetzt kann ich das Spiel schon wieder absolut erinnern. Bei so einem Burst. Derjenige, der jetzt besser spielt, gewinnt diese Runde. Das sieht man, wenn jetzt Hirsch hat geburstet, gut geblockt. Das bedeutet, schon wieder so, man kann gar nicht so viel erklären, was gerade passiert, weil immer Neues und Neues kommt. Kommentier einfach, erklär mir das vielleicht irgendwann anders mal, aber... Jetzt haben wir halt gesehen, Phil hat diese Bombe geworfen, ein Projektile, was hoch und runter gehen kann, wenn man es entscheidet. Ist halt wirklich so ein, da muss man halt wirklich
genau hinschauen, wie es fliegt. Damit man weiß, wie es, was passiert. Aber beide, beide spielen das wirklich sehr toll. Sind die jetzt wieder falsch? Ich habe keine Ahnung, ich war gar nicht da. Nee, ist halt, die Charaktere sind halt falsch, aber wir wissen, wer spielt mit der Erklärung. Ist halt jetzt einfach. Weißt du nicht. Ich wollte nur Bescheid sagen. Ich krieg zwar die Kraken, ne? Aber die Leben sind alle ganz wild und überlegen schon, ob sie noch Reste in Niedersockenwolle haben. Ja, Attacke! Super! Ja, tschüss! Wir haben schon wieder so ein schönes Hin und Her. Hirsch spielt im Moment gerade sehr gut. Hirsch, der Gardevoir-Spieler, also das Vibe in grün und weiß. Und der Phil ist unser schöner Kronleuchter, der Laserschienen. Immer schön im Auge haben, weil. Ganz, ganz kurz zur Erklärung, Leute. Es ist nicht nur, dass die Leute die Plätze tauschen, sondern auch die Controller tauschen. Deswegen ist es immer alles durcheinander. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt was ist. Ich weiß es nicht. Stardust, du hast schon nice. Ist auch ein netter Kerl. Und ich war gerade nicht da, als es angefangen hat. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich weiß es nicht. Bisher sieht man ein Hin und Her. Soll ich das jetzt tauschen oder nicht? Es ist, ja, glaube ich, wie steht es? 2-0? 1-0. 1-0 für Phil. Ist ein Best of 3, right? Ja. Okay, also wir haben jetzt noch ein Spiel, danach können wir in der Pause einfach komplett jetzt sagen, so. Ich kann es einfach rüberschieben. Ja, oder? Genau, ich schiebe es jetzt hier hin und das rein. Ja, ist ja ganz, ganz fix. Die laden ja gerade wieder ihre Support. Genau, und dann ist das jetzt halt blau, das ist mir egal. Ja. Hauptsache die Kamera ganz gut. Genau. Ja, ROG hat, ja. Obwohl, man sieht ja blau besser auf Orange, als Orange auf Orange. So, fertig. Fertig, perfekt. Kein Meckern. Erster Stream, schon extrem gut. Layout gefällt mir auch persönlich. Was hier, erster Stream? Ja. Ich glaube, ich habe... Also erster Pokémon-Stream. Ah, muss ich mich korrigieren. Aber Phil trifft diese schönen R-Kombos. Also er kriegt halt diesen Launcher, die Attacke, die den Gegner in die Luft befördert, kann damit mit seinem Laser schön Follow-up und einen schönen 180 Damage rauskriegen. Was extrem gut. Ein Perfect für Phil. Das ist natürlich schwer zu verkaufen. Wenn man geperfected wird, es tiltet einfach. Es ist halt sehr unangenehm, wenn man nicht einen einzigen Hinter auf den Gegner hat. Nur wer sich tilten lässt. Gute Ansage. Hirsch lässt sich davon nicht tilten. Er lässt sich davon höchstens ansporen. Er will jetzt sagen, so na Phil, hast dieses Lucky Game gehabt, aber jetzt komme ich zurück. Geht in den Burst Mode immediately. Malchai pressure den Sword drauf. Geht der für den Burst? Der geht drauf. Hat Phil einen Button gedrückt, ja oder nein? Nein, er blockt es. Wahrscheinlich ein Ambion Call. Ambion kommt raus. CA wird getroffen. Hex. Oh. Super Combo. Gefällt mir sehr, was Phil gerade macht. Und hier ist wieder mit dem Super Punishen mit dem Hex. Ah, da hat wieder Phil's Laser. Kam früher raus als Gardevoir's Laser. What the fuck? Warum trifft mich das doch, ey? Der Laser von Chandelure, den kann man bei so den kann man verstellen, wie man will. Wenn man kann ihn halt. Sehr lieb! Man kann ihn verstellen, wohin er geht. Okay. Zum Beispiel hat jetzt gerade einfach hier nicht erwartet, dass Phil den Laser nach oben schießt. Ne? Es hat einfach. Es hat auch sehr interessant. Viele Mechanics und verschiedene Attacken. Ich bin nicht tiltet, Alter. Wunderbar. Nein, Commentary. Das heißt, wir werden jetzt Bernie gegen Phil sehen. So wie ich das gehört habe, war das letzte Mal, als die aufeinander getroffen sind, hat Bernie 3-0 gewonnen. Ob das diesmal so ist, bezweifle ich. Phil hat wirklich eine super Performance heute. Naja, gezeigt gegen alle außer einem. Ich weiß alles. Lego. Phil hatte nur einen Choke heute, das war gegen mich, aber das ist verkraftbar. Er kann noch natürlich den Loser Runback machen. Macht hier schon noch das Ergebnis. Jetzt müssen wir noch auf Bernie warten, bis der Boss Smash da kommt. So viel Liebe hier. Ja, jeder liebt hier jeden. Ja. Freundlicher Benta, wie man in Englisch sagt. Ja, das ist meine Emotion. Also, so zeige ich meine Liebe zu anderen Menschen. Hast du eine Freundin? Oh. Ist nur Spaß. Hetero war's, ne? Ja. Ja, Phil. Hier in diesem Nike-Schick, der ist da. Gib mir mal den Ananas da raus. Ich freue mich, Vitamin. Ich habe schon einen ganz trockenen Hals vom ganzen Reden. So. Ja, da draußen sind doch Tonnen von. Ich brauche aber hier Vitamine, ne? Guter Mann. Ja, man kann süße Getränke trinken oder man trinkt 65 Bio. Ah. Wenn ich das so richtig verstehe, dann ja. Kann auch sein, dass es nur 35 sind. Ich weiß es nicht. Was trotzdem eine super Zahl ist. Finde ich auch. Also, man hat mir das mal so erklärt, dass halt. Jetzt sind zum Beispiel 35 und 35 angemeldet. Das kann natürlich zum Beispiel sein, weil halt
Verschiedene Leute gehen halt vielleicht auf die Handy-App oder auf die Seite, denken sich, oh, das ist mein Spiel, oder haben den Streamlink von irgendwo aufgeschnappt. Genau. Haben keinen Account, weil die nicht auf Twitch so aktiv sind. Ich finde das für das Spiel und ich finde das großartig. So, ja, ja. Also, ich bin gespannt. Das ist schon super. Das ist aber schön auf die Stimmbänder, ne? Ach du, wenn ich eins kann, dann quatschen, das konnte ich schon immer. Ich normalerweise auch, also und konstant irgendwas sagen, das ist schon. Ja, du bist aber auch wirklich sehr genau und so. Ich versuche halt so viel Infos rauszuknallen, wie es geht, damit jeder auch weiß, was passiert. Ich finde es gut, mir gefällt das. Als ich angefangen habe, da habe ich mich gefragt, was passiert denn gerade? Warum hat der jetzt gegen das gewonnen? Warum ist der Charakter in dem Moment besser als der? Es ist halt viel Übung, viel visuelle Sachen, die man einphach aufnehmen muss. Jetzt hat der Phil sich wieder woanders hingesetzt. Was ist denn los mit euch, Jungs? Könnt ihr nicht einmal da sitzen bleiben, wo ihr... Also, jetzt müssen wir eigentlich nur die Namen tauschen. Weißt du was? Aus Prinzip? Nö. Warte mal, ich kann das jetzt einfach... Oh nein, die Sache, nein, warte, wir können auch für den Namen tauschen. Nein, bleib da sitzen. Bleib da sitzen, warte, kommt doch mal wieder rein. Aber hallo. Hier, so kriegt ihr den, der mit am wenigsten Hut hat, auch in den Rage-Modus übrigens, ne? Und wehe, das passt jetzt nicht. Ich war bereit, mich umzusetzen, oder? Wenn es nicht passt, dann hoffe ich, dass der Chat mal einmal Feels Batman schreibt, ein super Twitch-Emote. Ist das Loser-Freunde? Ja. Loser-Final. Here we go. Papi Havok. Best Gatchaman name. Okay. Mentor of mine. Started, like, when I started teaching me the game. Really nice guy. Stream poking, like, every day since the X is out and before. Was, like, always the, like, one of the top streamers. There was always, like, there for the community, like a point. Ah, das. Da sehen wir die Face Batman. Süßen Frosch. Eieieie. Macht mal eine schöne Map, macht mal die Wintermap. Wintermap? Ja, die ist unten rechts, also ein runter und ein rechts. Mhm. Ah, da drüber, drüber. Ja, so, meinst hier. Genau. Das ist eine schöne Map. Können wir mal ein bisschen. Wir haben die ganze Zeit diesen Strand gesehen oder Ferrum Stadium in einer Zeit. Lass mal ein bisschen mehr zeigen. Lass mal ein paar andere Stages zeigen, was das Spiel zu bieten hat. Muss man ja von alles haben, ne? Auf jeden Fall, wenn man schon die Möglichkeit hat, jetzt, dann jetzt. Genau. Mewtwo gegen Chandelure. Ein Matchup, was wahrscheinlich gut für Mewtwo ist, auch wenn Chandelure wirklich gute Tools hat, um Mewtwo von sich fernzuhalten. Mewtwo kann natürlich nicht springen, weil Chandelures Hochweil, was ein so eine Art Propeller in der Luft ist, der alles aus der Luft rausholt und sofort punisht, usen kann. Dafür hat Bernie aber auch so Hyper Beam. Was man gesehen hat, womit der auf jeden Fall sein vorheriges Matchup sehr stark gewonnen hat. Psycut, diese pinke Banane, die Mewtwo werfen kann. Alles super Tools. Man sieht aber Bernie auch sehr patient, use sein Block viel, versucht zu punishen, fast gepunished, guter Damage Trade, kein Phase Shift. Der Trade war definitiv in Bernies Favor. Jetzt ist Phil zurück mit dem Zurückwei für Chandelure. Was eigentlich? Hier ist es schon wieder vertauscht. Ey, leck mich da am Arsch. Ah, ist richtig. Ah, okay. Es sind halt einfach nur die Kamera, also die Kameras und Namen sind richtig, Charaktere, beide sind gleich auf beiden Seiten, es hat nur gespiegelt, also... So sieht's aus, so muss aus. Wer damit ein Problem hat, dann... Aber dann, Dietrich hat recht. Und den coolsten Namen im Moment immer noch. Also wenn ein Problem damit gibt, einfach ein bisschen schielen, dann switche ich das automatisch. Die erste Runde ging an Phil. Nee, an mich. An Bernie, ah. Richtig. Sieht man auch gut. Bernie hat zum Beispiel jetzt auch den Namen von David, weil das der Switch-Name ist. Und Phil hat gerade Claire 2. Das heißt, Bernie ist gerade David. Spielt das sehr safe, aber wird gehext von Phil. Hex ist auch ein sehr interessanter Angriff. Wenn der Gegner Debuffs hat, also wenn der die Attacke gesunken worden ist oder die Defensive gesunken ist, hat man diese Debuffs, zum Beispiel, man sieht die auch immer da oben dann so blaue Zeichen oder rote Zeichen. Rote Zeichen sind immer positive Sachen, mehr Damage, mehr Rüstung. Und zum Beispiel jetzt sieht man den blauen Debuff, der bedeutet, dass Bernie keine kritischen Attacken landen kann. Auch okay. Wenn er jetzt in Götze tankt. Und Hex ist so ein Move, wenn du Debuffs hast, werden die alle weggenommen, aber du kriegst extra Schaden dafür. Das heißt, es ist so eine Art, du gibst den Gegner... Du ziehst ihm mehr HP ab, aber removes seine negativen Statuseffekte. Was
gut sein kann oder auch nicht. Aber meistens ist es gut, weil Shandy hat so viele Abilities. Smog, was noch? Will-O-Wisp, die beide Debuffs den Gegner geben. Was unglaublich stark ist. Shandy generell ein sehr starker Charakter. Super gepunished von Phil mit dem Burst Attack. Hat die Homing Attack gesehen, geburstet, gepunished. Hat die Runde dadurch gewonnen. 1-1 bis jetzt. Bernie kann das zurückholen. Wir werden sowieso jetzt 4 bis 5 Spiele von denen sehen, wenn wir Glück haben. Denn das wird jetzt ein Best of 5, wenn ich nicht falsch liege. Ja, bisher macht Phil das super. Zone Bernie out. Bernie trifft den Hyper Beam Punish. Super gemacht. Super gemacht. Immer sehr schön. Attacken. Bernie super punish. Da sieht man zum Beispiel den Anti-Air, diesen Propeller von Shandy, den Hochwipe. Einer der besten Hochwipe-Moves im Spiel. Einfach extrem stark. Aber hier sieht man, Bernie hat es gepunished mit MCA und grabbt den Overheat. Overheat seine Attacke, die auch sehr interessant ist. Sie hat Wet Armor. Wet Armor ist was ganz Besonderes. Normalerweise hat man Counter Armor, die ist blau, die kann man grabben. Man hat und die Wet Armor. Der Unterschied ist, dass mit der blauen Armor kann man nicht attacked werden, aber man kann gegrabt werden. Bei der Red Armor, wenn man attacked wird, kriegt man den Schaden zwar, aber die Attacke kommt trotzdem raus. Außer okay. Man hat eine Strong Attack, also eine Attacke, die einen Gegner nach hinten schleudert. Zum Beispiel Mewtwo hat sowas nicht, nur auf Hyper Beam. Und ja, nur auf Hyper Beam. Deswegen ist das ein sehr safer Move für das Mewtwo, aber man darf nicht unterschätzen, wie stark dieser Move ist. So ein Grab, wie man gesehen hat, kriegt Bernie schon 200 Schaden ins Gesicht. Overheat, Shandy hat halt, die Attacken, die sind so stark, extrem stark, aber dasselbe auch mit Mewtwo. Das heißt, 1, 2 falsche Calls und das Spiel kann vorbei sein. Okay. Also man muss wirklich vorsichtig sein mit beiden dieser Charaktere. Man muss die ganze Zeit bei allen richtig, richtig sein. Aber bei denen besonders. Schöner Ice Punch, hat den Angriff gepunished. Bernie eine Runde gewonnen. Kann knapp werden. Wenn Bernie jetzt noch dieses Game gewinnt, dann müsste es 2-0, 1-1 stehen. Das wollen wir mal nachfragen. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass man Verlierer, Gewinner und Gewinner-Verlierer steht. Ne? Richtig. Die Sache ist, wenn ich nicht falsch liege, ist der Verlierer von diesem Spiel ist auf jeden Fall Dritter. Müsste Dritter sein. Ich weiß es gar nicht. Können wir, glaube ich, einmal nachschauen, oder? Ich weiß gar nicht, wie weit ihr seid, ey. Okay, okay, wie sieht's aus? Okay, wir spielen Bernie vs. Phil. Das heißt, ja, der Gewinner von diesem Spiel ist Erster oder Zweiter. Also, wenn er gegen mich verliert, ist er Zweiter. Wenn er gegen mich gewinnt, ist er Erster. Und der Verlierer von diesem Spiel ist automatisch Dritter. Das heißt, wir haben jetzt schon Zweiter vs. Dritter. Und der Gewinner von ihm wird jetzt entschieden, wer gegen mich spielt. Alright. Im Moment sieht es sehr knapp aus. Es ist unglaublich. Bernie hat immer dieses gute Spiel, aber dann kommt Phil raus und dreht es einfach wieder um. Hat den Hex getroffen, hat die Bombe getroffen. 1-1 schon wieder so ein knappes Spiel. Ich glaube, wir haben noch kein einziges 2-0 gesehen gehabt bisher von den beiden. Ja, immer 1-1 und dann die Runde ganz knapp. Jetzt pass auf, jetzt passiert wieder irgendwas und dann ist das Spiel rum. Richtig, müssen wir aufpassen. Mal schauen, wie es aussieht. Bernie versucht, die Will-O-Wisp zu dodgen. Hat es nicht geklappt. Hat mit dem Hyper Beam verbiegt. Phil dodgt das aber mit seinem Swing. Eine Attacke, die auf dem R-Button liegt. Guter Ice Punch, punished wieder mal. Aber durch den Attack Buff hat das jetzt nicht so krass Damage gemacht. Ah, da wollte Bernie teleportieren, wurde aber von dem Forward Y von Shandy noch getroffen. Und von dem Laser Follow-Up. Sieht ganz, ganz knapp aus für Bernie. Phil spielt das gerade fantastisch. Wenn er gegen mich gewinnt, oh mein Gott. Und damit gewinnt Phil das Game. Steht es jetzt 1-1 oder wie steht's? Oder hast du das erste aufgrund? 2-0 Phil? Uiuiui. Sehen wir das Reverse Rio? Das letzte Mal, als die beiden aufeinander getroffen ist, hat Bernie 3-0 gewonnen. Like, vielleicht macht Phil das jetzt. Vielleicht hat Phil seine Revenge. Auf jeden Fall werden beide im Finale werden super. Beide super Spieler. Bernie muss jetzt 3 Spiele hintereinander gewinnen, um das Set zu gewinnen. Er darf nicht ein Game verlieren. Was schwer wird, aber es ist schaffbar. Alles ist machbar. Hat
ist auch den richtigen Hand zu brauchen. Hab ich auch nicht viel von gesehen. Gute Homing Attack, punish den Wegwipe. Wird aber getroffen von dem Smog, kriegt den Defense Debuff deswegen. Kriegt auch noch den Hex rein, das wird eine Menge Damage machen. Ja, gut, das sind guter Grab. Wird getroffen für Bernie. Bernie sieht gerade sehr eng aus. Phil hat halt das Game in der Hand gehabt, kriegt aber trotzdem den Hyper Beam ins Gesicht. Super gespielt. Du musst Bernie echt aufpassen. Wenn Bernie diese Runde verliert, hat er keine Chance mehr. Er muss gewinnen. Phil macht das souverän mit seinen Projectiles. Bernie aber mit der Homing Attack. Phil sehr wenig HP. Beide wenig HP. Das, der ein Move könnte jetzt das Game entscheiden. Also die Runde entscheiden. No Super pressure. Hex. No pressure. Er wird aber überleben mit ein bisschen HP. 70 HP. Kriegt den JA. Oh, das wird knapp. Boah, das. Ja, okay. Phil muss den blocken. Jetzt, was ist das Mixer, was Bernie macht? Bernie gewinnt die Runde. Au, jo, jo, jo. Die machen es aber nicht leicht hier, ne? Ich find's geil. Ist super. Nur als Zuschauer, der keine Ahnung hat, finde ich's geil. Jetzt muss Bernie halt noch die eine Runde gewinnen, damit der das zu 2-1 ausgleicht. Aber dann muss er halt trotzdem noch 2 Games danach gewinnen. Das heißt, das ist ein enormer Druck. Ja, aber so ist es. Sieht jetzt auch gerade das Shield sehr rot, aber super forward by Punish vom YouTube. Hyper Beam, Ship Damage, Get, kriegt trotzdem den Hex Punish. Super. Die Sache ist, gegen Chandelure darf man viele Attacken nicht einsetzen, weil einfach diese große Range da ist und man einfach auf großer Range den Gegner grabben kann oder halt für seine Attacken einfach punishen kann. Das soll extrem vorsichtig sein. Bernie versucht das gut zu spielen, kriegt auch zwischendurch diese Punishes. Aber dann ist auch so ein Support wie Amberon da und closed einfach wieder das Gap und wirft Bernie zurück. Bernie schon wieder mit wenig HP und Attack lieber. Phil hat ja auch sein Synergy Burst, Bernie nicht. Es ist wieder extrem knapp. Kriegt aber den Phase Shift. Wurde ein Trade in Bernies Favor. Bernie darf nicht von Hex getroffen werden. Er hat nur noch wenig HP. Kriegt den kritischen Treffer doch. 100 HP. Das bedeutet, wenn Phil das jetzt schlau spielt, sollte er die Runde in der Hand haben. Aber er wird getroffen. Jetzt kann alles Sekunden dauern. Beide auf wenig HP. Phil mit der Burst. Mist die Hex-Attacke. JA trifft. Cresselia kommt raus. Jetzt wird es knapp. 5 Sekunden nur noch auf der Uhr. Wer gewinnt mit der HP-Lead? Wenn Bernie gewinnt mit dem JA, unglaublich knapp. 2 Sekunden waren nur noch auf der Zeit. Ich glaube aber, wäre Phil nicht reingegangen, hätte er trotzdem verloren, weil Bernie die HP-Lead hatte. Das war sein letzter Versuch, aber Bernie hat die Option super gecovert. Hat Bernie super gespielt. 2-1. Phil ist trotzdem noch ein Game in Führung. Moment. Tausche ich das jetzt nochmal hier, damit das vernünftig wird? Ja, kannst du beide tauschen, denn Bernie also, Kamera ist links. Wenn ihr jetzt irgendwie wagt, euch aufzustehen. Wenn die aufstehen, dann werfe ich hier meinen Ananas ab. So sieht es mir aus. So, jetzt ist das hier orange und das blau ist mir egal. Richtig. Sieht man besser. Sehen wir, ja. So sieht's aus. Vielleicht, wenn jemand farbenblind ist, kann das besser erkennen. Ja. Hat überall einen Sinn hinter. Super Hexangriff von Phil schon wieder. Was sehr interessant ist, ja, dieser Move, der ist zum Beispiel, wenn man online spielt, ist der sehr schwer zu werfen. Aber jetzt, wenn wir gerade offline sind, das heißt, wir haben fast keinen Delay, wir haben gar nicht, also wir haben eigentlich ein smoothes Game, ist der Move wirklich reactable. Man sieht Phil using die Low Stance, um Hyper Beam zu dodgen. Das heißt, er duckt sich runter, avoidet die Attacke und hat fast gepunished. Aber Phil hat halt den, hat er halt nicht in eine Combo entwickelt und Bernie konnte mit einem Ice Punch punishen. Jetzt hat aber Bernie den einen Debuff, das heißt, wenn schon wieder ein Hex trifft, macht das unglaublich Damage, aber Bernie kriegt einfach diese Gap Closers. Bernie geht, kommt einfach rein. Phil muss versuchen, ihn nicht reinzuregen. Oh, die Grab-Attacke von Phil, sehr mutig. Hat auf jeden Fall in seinen Favor. Jetzt hat er wieder den Space. Jetzt muss er aufpassen. Wenn Bernie reinkommt, wird es für Phil sehr schwer. Es kommt recht hier raus, ein super Support, um Gap zu closen. Macht gut Chip Damage, Phil wird getroffen. Bernie hat die Chance reinzugehen. Geht rein, grab den Overheat, mega Damage, 3 HP, super close. Jetzt ist Bernie in der Zwicklage. Chandelure ist in der Field Phase extrem stark. Und Mewtwo muss echt alles respektieren, was Phil macht. Es ist super schnell und macht auf jeden Fall mehr als 3 Damage. Das heißt, wenn Bernie getroffen wird, stirbt er. Aber Zeit ist um, Phil kriegt den Timeout-Win. Muss man berechnen, es ist halt sehr schwer.
wenn man diese ganze Pressure auf seinem Schild hat, dann auch noch oben auf die Zeit zu gucken. Das fällt vielen schwer, ist auch nicht verwerflich. Kann man die Zeit einstellen? Oder sogar ausstellen vielleicht? Kann man, aber das ist halt einfach dafür da, damit es nicht gerne 3 Minuten dauert. Das kann man machen, wenn man so, hier, man kann ganz viel umstellen, aber das ist halt so Tournament. Runden, jeder muss 2 Runden gewinnen, 80 Sekunden Zeit. Fertig, das ist schon okay. Fertig, perfekt. Das ist halt eins nur für Phil. Er kriegt den Hyper Beam Crit. Man muss bedenken, Bernie darf die Runde nicht verlieren. Wenn er ist jetzt gerade, Phil hat gerade Matchpoint. Wenn Phil diese Runde jetzt gewinnt, hat Phil das Set gewonnen. Ja. Das heißt, Bernie muss extrem vorsichtig mit seinen Action sein. Dodge diese Hex super, kriegt die Punishes auf Schände nur, wird getroffen vom Edgewall, das muss Bernie vorsichtig sein. Blockt aber den Synergy Burst. Kriegt den Ice Punch, Phil kann grabben, tut es nicht, Bernie misst den Grab, kriegt den aber den Fire Punch. Unglaublich viel Damage. Phil auf 45 HP, kriegt Chip Damage, Cressilia kommt raus, vielleicht kann Hex es punishen, ich bin mir nicht sicher. Er punisht es, wunderbar von Phil. Aber Bernie trotzdem noch mit 230 HP in der Lead, das kann sich aber schnell ändern. Denn Phil ist im Rage Mode, im roten HP Modus, dadurch hat er mehr Power, aber der Size Strike kommt raus. Bernie nimmt die Runde und jetzt ist es wieder knapp. Jetzt ist es wieder extrem knapp. Zeit. Eieiei. Die finale Runde. Bernie muss das gewinnen. Und Phil muss das gewinnen, wenn er jetzt ins Finale weiter aufsteigen will. Und bis jetzt machen beide das großartig. Phil punisht viel. Er hält einfach Bernie so gut von sich fern, aber Bernie kriegt halt diese 1-2 Momente, wo er reinkommt und dann auch den Damage macht, den er machen muss. Da ist schon wieder Phil's Field Face extrem gut. Bernie will reinjumpen, Phil holt ihn aus der Luft, macht gute Sachen, kriegt ein bisschen Chip Damage, ist okay. Denn hier will Shandy sein. Shandy will auf Range sein. Ah, schon wieder kommt Bernie einfach durch. Bernie macht das unglaublich. Wird gepunished. Bernie macht die Combo, kriegt er die Combo, Ice Punch Combo, extrem Damage, er followt nicht ab, geht für den Reset, aber Umbreon kommt raus. Phil fast den Hex confirm. Die Sache ist, mit Umbreon ist euch auch ein Spot. Phil hat jetzt seinen Burst-Attacke deswegen bekommen. Denn Umbreon sorgt nicht nur dafür, dass man keine kritischen Treffer landen kann, sondern er zieht auf den Gegner Synergy ab und nimmt die für sich selbst. Oh, ich sehe mal, oh, das ist ganz knapp. Oh, Phil! Unglaublich, man hat gerade gesehen, Phil hat den Overhead gemacht und Bernie sofort reagiert, gesprungen, gewartet, die X-Attacke gedrückt, gepunished und hat das Game gewonnen. Es ist 2-2. Unglaublich, Bernie hat jetzt 2 Games zurückgeholt. Jetzt sind wir wieder, es ist wieder alles offen, alles ist offen, jeder kann wieder gewinnen. Das ist wie beim Tennis halt. Der Gewinner von diesem Spiel gewinnt das Set. Wunderbar, ist halt, wenn Bernie das jetzt gewinnt, hat er 3 Games hintereinander gewonnen. Das ist halt nach 2 Loses ist das extrem beeindruckend. Dennis. Ist schon ein extrem closes Game. Beide sind auf jeden Fall auf einer Höhe. So beide, gut, was ist los? Beide punishen die Mistakes vom Gegner. Beide nutzen die Schwächen, die der andere zeigt. Unglaublich. Man muss auch bedenken, Bernie spielt das extrem gut. Phil macht das auch super gut. Die machen es beide sich gegenseitig nicht leicht. Macht man alles jetzt nicht mit. Guter Size-Strike. Die Sache ist, die Bernie, die ich noch Bernie zeigen muss, ist, dieser Move, den er macht, da kann man Just Whip kriegen. Wie ich gerade schon erzählt habe, dass man diese extra Inputs macht, damit man mehr Schaden kriegt. Es kann Game entscheidend sein. Wenn man so 20, 30 Damage mehr hat, das kann schon was ausmachen. Wir sehen ja, dass die Spiele immer so ganz knapp sind, mit jeder so 15, 20 HP, dann würden halt so Momente halt schon das schon avoiden. Man würde ja schon gewonnen. Ja. Das sind halt kleine Momente, wo man wirklich gucken muss, dass man alles macht, was man machen kann. Man muss halt wirklich alle seine Ressourcen nehmen. Man muss es einfach hinbekommen. Bernie gewinnt die Runde. Jetzt hat er Matchpoint. Jetzt hat er es einfach umgedreht. Vorhin war Phil Matchpoint, jetzt ist Bernie Matchpoint. Aber Phil ist ein guter Spieler, er kommt damit klar, er muss jetzt konzentriert spielen, er muss jetzt Bernie einfach rankriegen. Er muss einfach gucken, dass er Bernie nicht diesen Raum gibt. Er muss halt keine mehr pöchern. Also ja, keine Tipps. Ich mach nur Spaß. Die ganze Zeit redest du und jetzt mal. Das also, sind glaube ich sowieso zu fokussiert, um mich zu verstehen, ne? Beide Shops.
Die Bernie mit der Ice Punch Combo ist eine gute Combo. Sehr sicher, die kann man fast gar nicht droppen. Bernie mit dem Back-TP fällt schon wieder in dem Synergy Burst. Versucht mit dem Hex zu treffen, Bernie, dieser Hex. Bernie ist halt so gut mit den Jumps, er reagiert sofort, versucht zu punishen, unglaublich. Hat den hart geblockt, kriegt den Crit auf seinem Side-Strike. Jetzt wird's echt knapp für Phil. Oh, jetzt wird's knapp für Phil. Kriegt aber den anderen Call. Es ist 50 HP gegen 460. Das ist enormer. Das ist ein enormer Vergleich. Phil hat halt. Er kann es schaffen. Er hat den Double. Er hat Double Debuff. Das heißt, Mewtwo macht weniger Schaden. Er hat also noch die Chance. Verliert das Set. Bernie mit den 3 Wins in a row, nachdem Phil 2 Games gewonnen hat. Extrem gutes Comeback. Beide. Phänomen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie gut beide gespielt haben. Unglaublich. Muss ich schon lassen. Respekt an beide Spieler. Holy shit. Ey, was ein Set. Brauchst du eine Pause? Sollen wir eine Pause machen, bevor du gegen mich spielst? Ja, lass mal eine Pause machen. Ey, du, nach sowas kannst du nicht sofort wieder spielen. Dann gönn dir ein bisschen Zeit. Ich wusste, ich kann es noch schaffen. Ich hab ja, das war auch, ey. Ein paar Sachen missklickt oder falsch reacted, bei denen ich mich gehasst habe. Ja, weil diese Hex fand ich das unglaublich. Ja. Krass. Du hast ihn aber auch nicht. Er versucht die so zu saunen, du einfach Roaming Attack drunter. Ja. Hinterher hatte ich's raus. Ja, das war ein super Punishes. Na, danke. Phil ist Batman für Phil. Phil hat alles Phil gegeben. Ja, Batman für ihn. Best of Three hätte er gewonnen. Wo wirst du dich hinpflanzen? Wahrscheinlich rechts. Nicht wahrscheinlich. Und was ist rechts? Du hast das Kabel, mach du rechts. Ja, ich bin rechts. Das heißt, ich bin jetzt da, wo Bernie ist. Ich bin blau, er ist orange. Also ich bin jetzt auf wohl, ja? Nein. Okay, warte, wir können ja schnell den Test. Bei uns ist Spieler 1 blau, Spieler 2 orange. Wir machen ja schnell den Test, ne? Vielleicht haben wir uns deswegen die ganze Zeit. Das weiß ich gar nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Hier sitze ich. Dann lag's wohl da. So, hier bin ich. Ja, ich mach mal eine kleine Pause, ne? Dann ist. Kam einmal die Meldung. Aber ja, dumm, wenn der Controller mit Game stirbt, ne? Ja, weil das ist ein Pro-Controller. Hätte nicht genug 10 Jahre. Ah, müsste es 10 Jahre halten. Das ist schon wieder krass. Ich schließe ihn einfach kurz an. Super spannend. So Spiele gefallen mir. Das macht mir wieder so richtig Spaß, das Spiel zu spielen, wenn ich sowas sehe. Dann ist halt, als Spieler hat man den Spaß, aber auch als Zuschauer. Das ist das Faszinierende an Fighting Games. Jeder hat halt die Chance zu gewinnen. Es ist wie im Sport, im Tennis. Wenn du mit 2-0 setzt und 5-0 vorne liegst, kannst du trotzdem noch verlieren. Genau. Ja. Es ist halt, Fighting Games ist halt so ein Genre. Wenn man gut ist und wirklich Zeit rein investiert, wird man dafür auch belohnt. Man wird für seine Arbeit belohnt. Man hat es auch gesehen, beide Spieler super stark. Bernie am Ende mit der Führung hat die Schwächen erkannt, war trotzdem super close, Phil super gut gespielt. Wie hat Bernie gespielt? Bernie hatte 3-2 mit Phil gespielt. Hat 3 Games in ihre Runde geholt. War schon super. Extrem gutes Comeback. Also muss Bernie gegen dich spielen. Mhm. So wie gerade. Vielleicht gewinnt er ja ein Game gegen dich. Ah, vielleicht liegen wir ja eine Runde. Wer weiß. Bisher, das ist ja sehr interessant. Ich habe bisher noch keine Runde verloren, aber ich habe gegen Bernie und Phil gespielt. Aber da waren auch schon close Games dabei, da hatte ich echt Glück manchmal. Manchmal braucht man auch ein bisschen Glück. Es kann nicht immer alles Skill sein, manchmal braucht man ein kleines bisschen Glück. Alles gut. Jetzt warten wir, Bernie braucht eine kleine Pause. Verständlich. Das war jetzt ja 5 Spiele, die sind alle bis in einer bestimmten Länge gegangen. Es waren jetzt bestimmt so 11-12 Minuten konstanter Fokus. Ja, aber ihr könnt ja auch zwischen den einzelnen Runden eine Minute Pause machen oder zwei. Ja, ne? Dafür kann man ja eigentlich in diesen Charakter-Select-Screen gehen. Da kann man halt 60 Sekunden dran warten, dann nochmal beim Support 20 Sekunden. Ja, das heißt, zwischen dem Set kann man auch ein bisschen Pause machen. Ich bin weg, macht's gut. Ciao! Schönen Tag noch. Ja, danke. Ich will jetzt essen. Ah, guten Hunger. Eieiei. Direkt die Phil-Crew raus. Skill ist, wenn Glück zur Gewohnheit wird. Yes, sir. Absolut richtig. Könnt ihr mein Handy mal holen? Ich hab's ja unten in die Box gelegt. Yep. Die Box ist ja extrem interessant. Ich hab erst nicht verstanden, warum es nicht funktioniert hat. Also mein Passwort war nicht stark genug. Da hab ich gesagt, warum ist das nicht stark genug? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. Muss ich ein bisschen komplizierter machen. Also ich bin sofort wieder da. Ja, kein Stress. Wir haben noch das Finale hier auf jeden Fall und nach dem Finale dauert das ein Momentchen, bis ich hier alles wieder so hingerichtet habe, wie es, dass man was wie wo reingesteckt ist und so. Und dann gucken wir mal, was wir machen.
Aber wie gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir unterstützen die Leila und machen ihr auch ein bisschen rumgedöns. Oder aber, das ist tatsächlich wahrscheinlicher, ab morgen 31 Tage, jeden Tag mindestens 10 Stunden, ne, da könnte ich auch nochmal nach Hause gehen und pennen. Aber warten wir erstmal ab, was das Finale bringt. Und ja, wie gesagt, ich kann immer nur sagen, ich halte mich da wirklich raus, wenn ich von was keine Ahnung habe. Wenn wir hier einen Stream machen würden und Leute würden Autos reparieren, würde ich auch meine Schnauze halten. Denn ich habe da nichts verloren. Also so Jahrnöscht habe ich verloren.
Also die Tobacco hat gerade das. Wir werden verbannt. GGE. 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 Ich hatte KY. GON. S. Ja, da. Ein oder zwei? Well. Wie viele Routine-Spieler in DE gibt es eigentlich? Drei, vier? Also Leute, hier ist jetzt Feierabend. Wurde uns auch gerade eben erst so gesagt, so quasi mittendrin. Schön, dass ihr mit am Start wart. Ich mache jetzt hier den Stream aus. Baue hier alles zurück und dann melde ich mich auf jeden Fall nochmal. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, ne? Wovon ich mal ausgehe, dann seht ihr das hier. Da ist das Finale. Da ist das Finale. Einfach darüber wechseln. Lasst ein Follow da, das wäre cool. Und hier werden die Sachen schon rausgerissen, während ich Tschüss sage. Alles klar, also, dann ne, macht's mal gut und viel Spaß beim Finale. Und wir machen hier mit Sicherheit nochmal ein Turnier. Macht's gut, bis später, bis gleich.